Ich hoffe eventuell, dass von zu Hause heute mehr Zuschauer sind, weil seit gestern ist Bochum Risikogebiet und deswegen müssen jetzt auch ständig hier Masken getragen werden, leider. Ich weiß nicht, ob deswegen auch einige Teilnehmer zu Hause geblieben sind, die sich heute angemeldet hatten. Aber wir werden ja noch sehen, was im Laufe des Tages geschieht. Und ich würde dann jetzt gerne überleiten an einen Gastredner, den wir hier haben. Und zwar im Gegensatz zu gestern mit Herrn Bastard nicht aus dem universitären Kontext, sondern aus dem Museum. Weil wir wollen ja nicht nur den Blick auf der Universität belassen und sagen, was sagen Dozenten dazu, sondern auch, wie könnte man zum Beispiel Fake News, Verschwörungstheorien etc. mal raustragen aus der Universität, dass das nicht nur in Hausarbeiten Thema ist, sondern auch zum Beispiel in einer Ausstellung im Museum. Und da würde ich gerne überleiten und heiße Dr. Ingo Grabowski herzlich willkommen aus Paderborn. Er wird Ihnen dann noch weiter erzählen. Ja, vielen Dank, Frau Schmidt. Liebe Organisatorinnen der Tagung, Frau Lammering, Frau Schmidt, Frau Haas hat ja, glaube ich, auch zu Beginn mitgewirkt. Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung, freue mich sehr, hier bei Ihnen heute sprechen zu dürfen. Kann man wohl alles hören? Bin ich sozusagen auf der Linie? Ja, wunderbar, okay. Ja, ich halte ja gar keinen Vortrag über Verschwörungstheorien im engeren Sinne, sondern ich möchte darüber sprechen, wie wir das Thema in einer Ausstellung umgesetzt haben. Das haben wir so, zumindest habe ich so unsere Vorgespräche verstanden, dass es das ist, was Sie in erster Linie interessiert. Ich kann aber auch sozusagen ohne weiteres jederzeit in die Inhalte mit einsteigen auf einem, sagen wir mal so, ja, denke ich, für diese Tagung dann angemessenen Niveau. Vielleicht darf ich kurz über unser Haus zunächst etwas sagen, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht noch nicht alle es besucht haben. Darf ich vielleicht mal aus Interesse einfach fragen, ob jemand von Ihnen schon mal das Kloster Dahlheim besucht hat? Eine Person, sehen Sie. Und wer hat vorher schon mal vom Kloster Dahlheim, also sozusagen bevor er meinen Namen gelesen hat, was gehört oder gelesen? Auch noch niemand. Na gut, dann weiß ich ja ungefähr, wo ich stehe und wo ich anfangen kann. Ja, die Stiftung Kloster Dahlheim, LWL Landesmuseum für Klosterkultur, hat den Auftrag, Klosterkultur für ein breites Publikum aufzuarbeiten und zu vermitteln. Und um diesen Auftrag zu erfüllen, wurde 2007 die Stiftung Kloster Dahlheim gegründet, in die seinerzeit bei Gründung zu gleichen Teilen der Kreis Paderborn, der Landschaftsverband Westfalen-Lippe und private Stifter Mittel eingegeben haben, eben mit dem Ziel, dort in Dahlheim bei Paderborn, nicht in Paderborn, ein Museum zu schaffen. Seit 2010 funktioniert das Museum jetzt im Vollbetrieb. Wir sind also ein junges Haus, obwohl es sich um ein sozusagen im Kern mittelalterliches bzw. barockes Gelände handelt. Da Sie vom Kloster auch noch nichts gehört haben, vielleicht in drei Worten sozusagen die Geschichte. Es handelt sich ursprünglich um ein Frauenkloster aus dem 12. Jahrhundert, das dann ein Jahrhundert später oder gute 100 Jahre später im Gefolge der großen Pest verwaist ist und dann im 15. Jahrhundert von den Augustiner Chorherren wieder besiedelt wurde. 1803 haben dann die Preußen das Kloster säkularisiert, die Chorherren weitgehend vertrieben, die Kulturgüter verhökert, die es da gab. Und das Gelände war dann ja, gute 150, 170 Jahre landwirtschaftlicher, rein landwirtschaftlicher Betrieb. Erst preußische Staatsdomäne, dann privatwirtschaftlich betrieben. Dann hat 1979 der Landschaftsverband Westfalen-Lippe das Gelände gekauft, weil es als kulturell bedeutsam, als Denkmal, als bedeutsames Denkmal erachtet wurde und dann ja einige Zeit diskutiert, was man da machen kann, kann man sagen. Und dann ist eben 2010 jetzt das Museum dort eingerichtet worden. Wir machen im Groben Ausstellungen. Wir haben eine preisgekrönte Dauerausstellung zum Thema 1700 Jahre Klosterkultur. Und wir machen immer wieder Sonderausstellungen, wie die Ausstellung, die ich Ihnen jetzt gleich vorstellen werde. Wir machen aber auch Veranstaltungen, Konzerte,
jährlich einen, also fast jährlich, muss man dieses Jahr, seit diesem Jahr sagen, einen großen Klostermarkt, wo Ordensleute aus ganz Europa ihre Waren verkaufen. Wir sind aber ein nicht konfessionelles Haus, also wir sind keiner Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft in irgendeiner Art und Weise verpflichtet. Ich bin sozusagen meinem Vorstand der Stiftung berichtspflichtig und der wiederum ist einem Kuratorium berichtspflichtig, das sich aus den verschiedenen Stiftern bestückt. So viel im Groben, ich kann dazu gerne noch mehr sagen, wenn Sie vielleicht dazu dann später noch Fragen haben. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wo ist der Computer da, ne? Ja. Ja. Ich drücke den Pfeil. Gerade funktioniert das noch? Also ich würde jetzt hier diesen Pfeil drücken, oder ist das schon an, das Gerät? Ja, ich habe das gerade getestet. Ja. Der funktioniert, dann könnte auch... Ja, da. Okay. Ja, die Ausstellung Verschwörungstheorien früher und heute lief vom... Eigentlich sollte laufen, das ist das falsche Datum, das hier steht, dazu mache ich aber gleich noch einen Witz. Die Ausstellung wurde am 17. Mai eröffnet in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der auch die Stirnherrschaft über die Ausstellung hatte. Darüber sind wir natürlich besonders erfreut gewesen, aus diversen Gründen, die ich, glaube ich, nicht erläutern brauche. Hier haben Sie schon mal einen Blick in einen der Ausstellungsräume. Wir haben in der Ausstellung Verschwörungsdenken vom Mittelalter bis in die Gegenwart gezeigt. Und deswegen hat es vielleicht auch seine Berechtigung, dass ich hier bei Ihrer Tagung meine Arbeit vorstelle. Verschwörungstheorien früher und heute, da haben wir uns natürlich erstmal eine definitorische Frage gestellt. Was ist überhaupt eine Verschwörungstheorie? Ist der Begriff gerechtfertigt? Da gibt es ja sozusagen unterschiedlichste Diskussionen in der Forschung. Eine Verschwörungstheorie, wir berufen uns bei unserer Definition auf Karl Popper, der den Begriff in den 1940er Jahren erstmals, soweit man weiß, verwendet hat. Und eine Verschwörungstheorie im Sinne von Karl Popper ist die Annahme, dass hinter im Grunde allen üblen Entwicklungen und Ereignissen zwei oder mehr Verschwörer stecken, die sich im Geheimen zusammentun, um eben der Gesellschaft Schaden zuzufügen. Karl Popper verwendet eben auch den Begriff Verschwörungstheorie. Mittlerweile hören Sie häufig, wenn Sie, keine Ahnung, Dokumentationen zum Beispiel im Fernsehen dazu schauen oder auch vielleicht sogar noch Zeitungen lesen oder Ähnliches, dass von Verschwörungserzählungen, von Verschwörungsmythen, von Verschwörungsnarrativen und so weiter die Rede ist. Grund ist, dass es natürlich aus der Wissenschaft Kritik gibt, mitunter an dem Begriff Theorie im Zusammenhang mit der Verschwörungsunterstellung, weil eine Theorie ja eine wissenschaftlich begründete Annahme normalerweise ist und eine Verschwörungstheorie eben keine wissenschaftlich begründete Annahme ist, sondern eine pseudowissenschaftlich begründete Annahme. Also im Gegensatz etwa zu Glaubenssystemen, die von manchen übrigens auch als Verschwörungstheorien subsumiert werden, bei aufgeklärten Glaubenssystemen ist es ja so, dass man eben sozusagen, dass die Gläubigen oder die Institution deutlich macht, dass es sich eben dabei um ein Glaubenssystem handelt, während Verschwörungstheoretiker immer behaupten, es handele sich um ein Wissenssystem. Deswegen, ja, das ist sozusagen die eine Kritik am Wort Verschwörungstheorie. Die andere Kritik kommt dann aus dem Kreis der Verschwörungstheoretiker. Die behaupten nämlich, tatsächlich auch ein bisschen in der Folge von Michel Foucault, der diese Idee schon in den 70er oder 80er Jahren hatte, dass es sich um einen Begriff handele, der Menschen, die an Verschwörungen glauben, stigmatisieren soll. Also wenn Sie heute diese Demonstrationen der sogenannten Querdenker sich anschauen etwa, die tragen ja manchmal dann auch einen Aluhut, um zu signalisieren, wes Geistes Kind sie sind.
die behaupten eben, dieser Begriff solle sie stigmatisieren. Das heißt, der Begriff wird von zwei Seiten unter Feuer genommen, und zwar von zwei sehr unterschiedlichen Seiten. Nichtsdestominder haben wir uns in der Ausstellung dafür entschieden, ihn zu verwenden. Einfach, weil es der Begriff ist, mit dem, unter dem sich alle letztlich eben doch das Gleiche vorstellen. Und wir hatten keine Lust, sozusagen jetzt lange Diskussionen führen zu müssen, warum wir jetzt von Mythen, Narrativen, Erzählungen, Unterstellungen oder ähnlich Ideologien sprechen. Und wir haben uns dazu entschieden, von Verschwörungstheorien zu sprechen und dann eben auch die Diskussion auszuhalten. Die kam aber gar nicht auf, weil das Publikum sich dann mehr für die Inhalte tatsächlich interessiert hat. Wir haben uns natürlich auch gefragt, was unterscheidet eben Verschwörungstheorien von Fake News oder Falschmeldungen oder Fälschungen? Es ist eben so, dass Verschwörungstheorien sozusagen zumeist zwar auf gefälschten Nachrichten beruhen, das heißt, Fake News sind eigentlich immer Bestandteil von Verschwörungstheorien. Umgekehrt ist aber nicht jede Falschnachricht auch eine Verschwörungstheorie. Ja, also es gibt auch sagen wir, einfache Lügen, wo eben nicht behauptet wird, dass sich zwei oder mehr zum Übel der Gesellschaft zusammengetan haben. Nicht? Also was Sie gestern über Heinrich den Vierten sehr interessant berichteten, das waren eben keine Verschwörungstheorien, sondern einfach nur sozusagen relativ eindimensionale Fake News. Also Verschwörungstheorien sind immer etwas komplexer als Fake News, würde ich mal sagen. Donald Trump unterscheidet das zwar zum Beispiel nicht theoretisch, aber der verwendet eben einmal Verschwörungstheorien, einmal Fake News. Das sind natürlich schon sehr eng miteinander korrespondierende Begriffe. Ja, wir zeigen in der Ausstellung, eigentlich beginnt die Ausstellung, muss man sagen, im Jahr 1306, 1307 mit Verschwörungstheorien, die Philipp der Schöne von Frankreich, mit einer Verschwörung, die Philipp der Schöne von Frankreich den Templern unterstellte. Wir zeigen dann noch weitere mittelalterliche Verschwörungstheorien. Das ist einmal hier die Abteilung, die sich den Templern widmete. Das ist, das ist die Abteilung, die sich angeblichen jüdischen Verschwörungen im Mittelalter widmete. Ich muss in der Vergangenheit sprechen, weil die Ausstellung ja eben geschlossen ist. Sie ist aber ab kommendem Jahr wieder in Luxemburg zu sehen. Deo Volente, muss man ja dazu sagen. Nicht? Und das ist die Abteilung, die sich den sogenannten Hexen und Hexern widmete. Verschwörungstheorien im Mittelalter haben immer eine religiöse Komponente. Das heißt, den Verschwörern wird immer unterstellt, sie stünden auf irgendeine Art und Weise mit dem Teufel im Bund. Das ist bei den Templern so, den Philipp das unterstellt. Das ist bei den Juden so, die angeblich im Auftrag des Satans handeln. Und auch bei den Hexen ist das der Fall. Auch nochmal die Frage, Verschwörungstheorien, kann man im Mittelalter überhaupt von Verschwörungstheorien sprechen? In der angelsächsischen Forschung ist es häufig so, dass das Verschwörungsdenken erst sozusagen mit der Aufklärung angenommen wird. Also dann wird eben gesagt, ja, das fängt an mit den Freimaurern und Illuminaten, dass man von Verschwörungstheorien sprechen kann. Aber wenn man sozusagen die theoretische Grundannahme teilt von Karl Popper, dass es eben um die Verschwörung von zwei oder mehreren Leuten gegen das Wohl der Allgemeinheit geht, dann kann man durchaus natürlich auch im Mittelalter und schon früher von Verschwörungstheorien sprechen. Wir haben im Mittelalter angefangen mit einer Ordensgemeinschaft, nämlich den Templern, weil unser Auftrag eben ist, Klosterkultur zu vermitteln. Wir hätten natürlich genauso gut im alten Rom etwa anfangen können oder sogar im antiken Athen. Nicht? Das wäre genauso denkbar gewesen. Auch da gab es immer schon letztlich Verschwörungstheorien. Mitunter wird dann angenommen, ja, im Mittelalter gab es ja noch gar keine Massenmedien und deswegen sozusagen gab es keine massenmediale Verbreitung von Verschwörungstheorien. Aber ich glaube, deswegen habe ich dieses Bild offen gelassen, das zeigt einen sogenannten Hostienfrevel. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ein Hostienfrevel ist. Sie wissen das? Okay, wunderbar. Aber Sie nicht, dann erkläre ich es nochmal. Und zwar wurde den Juden unterstellt,
sie würden sich geweihte Hostien beschaffen und diese ja, durchbohren, zerstören mit dem Ziel, den Heiland ein weiteres Mal zu ermorden. Das nennt man Hostienfrevel. Und dieses Gemälde stammt aus einer Kirche in Passau, in der es nicht mehr hängt. Das zeigt nämlich einen angeblichen Hostienfrevel. Da sehen Sie also sozusagen die alten weißen jüdischen Männer, die da die Hostien durchbohren. Und dieses Bild wurde natürlich über die Jahrhunderte von, ja, man muss wirklich sagen, Tausenden oder sogar Zehntausenden von Menschen betrachtet. Also kann man aus meiner Sicht tatsächlich auch von einem Massenmedium sprechen, denn es wurde ja nicht im stillen Kämmerlein aufbewahrt. Oder auch Wanderpredigten, die sehr stark zur Verbreitung vor allen Dingen von antijüdischen Vorurteilen führten, waren letztlich so etwas wie ein Massenmedium der Zeit. Die Prediger zogen von Ort zu Ort und verteilten so die antijüdischen Verschwörungsgeschichten von Frankreich zum Beispiel nach Deutschland. Das sind die Räume, die sich dem Mittelalter widmeten. Wir zeigen in jedem Raum auch immer Gegenstimmen. Hier zum Beispiel dieses, sehen Sie ein Hemd, das eine Hexe anzieht oder eine angebliche Hexe zur Folter anziehen musste. Sie musste es anziehen, weil sozusagen die Verhörer die Befürchtung hatten, wenn die ihre eigenen Gewänder trägt bei der Folter, dann hat sie da magische Amulette oder Ähnliches drin versteckt. Und deswegen musste sie ein fremdes Hemd anziehen, damit sie sozusagen die Folter nicht mit Zauber abwehren konnte. Wir zeigen aber auch immer Gegenstimmen in jeder Abteilung. Also hier ist es etwa Friedrich Spee, der sich schon relativ früh, allerdings zunächst anonym, gegen den Hexereiglauben wandte. Also wir haben in jeder Abteilung, das zieht sich bis zum Ende durch, immer sozusagen eine aufklärerische Komponente, sodass wir das Publikum nicht alleine gelassen haben mit der Verschwörungstheorie. Wir haben die Verschwörungstheorien zwar eingeordnet in den Texten und sie auch immer als Verschwörungstheorien kenntlich gemacht, aber wir haben Verschwörungstheorien in der Ausstellung zunächst auch immer neutral beschrieben, also sozusagen immer beschrieben, woran glaubten oder glauben die Menschen, die an eine Verschwörungstheorie glauben. Ich glaube, ich muss etwas weiter nach links noch. Ja? Kommen wir vielleicht auch später noch drauf. Vielleicht kurz zur Gestaltung der Ausstellung. Die Gestalter der Ausstellung, das war ein Berliner Architekturbüro, haben diese, jetzt muss ich mal gucken, ob die, genau, diese Gaseoptik entwickelt. Das heißt, es sind Stoffbahnen, die oft über oder voreinander hingen, um so ein bisschen mit diesem Thema Transparenz und Intransparenz zu spielen, das viele mit dem Thema Verschwörungstheorien verbinden. Hier sah es dann in der Ausstellung tatsächlich so aus, da waren mehrere Gasen hintereinander gehängt, als würden sich diese Rauchschwaden bewegen, spielt natürlich dann auf das Thema Scheiterhaufen an, aber in einer, wie ich glaube, vertretbaren oder noch geschmacklosen Weise. Ein Kernelement der Ausstellung, das müsste ja gleich, wenn ich dann wieder auf den Pfeil drücke, klappen. Gucken wir mal. Ein Kernelement der Ausstellung waren Erklärfilme. Das Thema Verschwörungstheorien ist ja ein theoretisches Thema, ein relativ komplexes Thema. Und wir haben an unterschiedlichen Stellen in der Ausstellung Filme gezeigt, die sich die Leute sozusagen vertiefend anschauen konnten. Und einen dieser Filme möchte ich jetzt stellvertretend für die insgesamt, glaube ich, 9 Filme zeigen. Der widmet sich dem Thema, glaube ich, was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie? Was unterscheidet Verschwörungstheorien von Verschwörungen? Eine Verschwörung ist eine geheime Verabredung zwischen einer kleinen Gruppe von Personen, die Umsetzung eines meist illegalen Ziels hat. Verschwörungen lassen sich bereits in der Antike nachweisen. Der Mord an Carlos Julius Caesar gehört zu den bekanntesten.
stehen eng miteinander in Beziehung. Aber zwischen einer Verschwörung und einer Verschwörungstheorie gibt es einen wichtigen Unterschied. Während es sich bei einer Verschwörung um ein wirkliches Ereignis handelt, unterstellt eine Verschwörungstheorie lediglich, dass es eine Verschwörung gibt. Genau, die Filme waren etwa alle so lang, folgten alle dem gleichen Muster. Wir haben also hier bestimmte Symbole eingeführt, wie dieses Illuminaten, diese Illuminaten-Pyramide, die Strippen, an denen die Verschwörung hängt. Das sind so Bilder, die dann immer wieder vorkommen, weil sie eben auch aus dem verschwörungstheoretischen Denken stammen und dort auch immer wieder vorkommen. Jetzt gucke ich mal, ob ich auf die nächste Folie komme. Ja. Hier kommen wir dann in einen Bereich, ich habe einen Bereich übersprungen, den wir auch gewürdigt haben. Das sind die Jesuiten, die auch immer wieder bis heute Ziel von Verschwörungstheorien sind. Das beginnt im Grunde beinahe schon mit der Gründung des Ordens, der bei seinen Gegnern, also das waren vor allen Dingen die Protestanten, aber auch ältere Orden des Mittelalters, die da eine Konkurrenz witterten, also Dominikaner und Franziskaner, mochten die Jesuiten auch nicht so gut leiden, wenn ich das so flapsig formulieren darf. Die Jesuiten waren und sind bis heute Ziel von Verschwörungstheorien. Ist ja auch kein Wunder, jetzt sitzt ja erstmals ein Jesuit sogar auf dem Papstthron. Selbst da also gab es dann immer noch Unterstellungen, jetzt haben sie sozusagen ihr Ziel erreicht und so weiter. Jesuiten sind aber selbst auch immer dann über die Jahrhunderte, das sollte man auch nicht verschweigen, Verbreiter gewesen von Verschwörungstheorien, also häufig Opfer und Täter. Also gerade dann in der Konkurrenz zum Beispiel mit den Freimaurern kamen Verschwörungstheorien über die Freimaurer, stammten häufig von einzelnen Jesuiten, wobei es auch die Verschwörungstheorie gibt, dass Jesuiten die Freimaurer, die wir hier in dieser Abteilung gewürdigt haben, die Freimaurer und die Illuminaten, dass Jesuiten eigentlich hinter den Freimaurern stünden. Nach der Auflösung des Jesuitenordens im 18. Jahrhundert hätten die dann die Freimaurer unterwandert. Da gibt es also sehr viele und sehr komplexe Geschichten, die ich hier nicht im Einzelnen wiedergeben muss. Ja, die Objekte unserer Ausstellung kommen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Also die mittelalterlichen Objekte, etwa das Bild aus Passau, das sind meistens Bilder, die wir aus anderen Museen entliehen haben. Hier diese Freimaurer-Gegenstände, auch wenn sie in einer historischen Abteilung zu sehen sind, stammen aus einer aktuellen Freimaurerloge aus Minden, wo wir eben dann tatsächlich sozusagen die heute tätigen Freimaurer angefragt haben, ob sie uns mit Objekten unterstützen können. Ja, das hier ist einer der drei überhaupt noch existenten Orden, also Erkennungszeichen der Illuminaten, stammt auch aus einem Museum. Mit dem Symbol Eule und Buch als Symbole der Weisheit. Interessant ist aber auch, finde ich, gerade bei den Illuminaten dieses Thema, eigentlich ist an allen Verschwörungstheorien, also es wäre falsch zu sagen, es gibt einen wahren Kern, aber alle Verschwörungstheorien, oder zumindest die meisten, operieren mit realen Anteilen. Ja, bei den Illuminaten war es so, dass es sich ja tatsächlich um einen Geheimbund handelte, mit dem Ziel, die Gesellschaft radikal zu verändern. Unter der Führung von Adam Weishaupt, beziehungsweise auch sehr stark Adolf von Knigge, dem aus anderen Zusammenhängen berühmten Freiherrn, haben die Illuminaten versucht, etwa in Bayern die Behörden zu unterwandern, mit dem Ziel, zum Beispiel die Zensur zu unterwandern, um dort aufklärerische Literatur zu ermöglichen. Die wurde aber nach gut 10 Jahren aufgedeckt, diese Verschwörung. Die Illuminaten wurden zerschlagen. Sie geistern aber bis heute als Verschwörer immer noch sozusagen durch, zumindest durch die Literatur, aber mitunter auch noch durch das echte verschwörerische, verschwörungstheoretische Denken. Wir haben hier also eine reale Verschwörung, die schnell zerschlagen wurde, die sich aber über die Jahrhunderte zu einer Verschwörungstheorie aufbaute. Ähnlich ist es, wenn wir mal ein paar Jahrhunderte weiterschauen, etwa in die McCarthy-Ära in Amerika. McCarthy witterte hinter jedem, in den 50er Jahren,
Senator Joseph McCarthy, der Kommunistenjäger, witterte also hinter jedem Beamten in Washington sozusagen einen kommunistischen Agenten und führte also eine unheimliche Hexenjagd durch in den 50er Jahren. Der wahre Kern an der Sache ist, natürlich gab es eine breite sowjetische kommunistische Spionagetätigkeit in Amerika und auch die Versuche, die amerikanische Gesellschaft zu destabilisieren. Aber sozusagen die Ausmaße, die McCarthy annahm, die waren eben weit übertrieben. Und insofern entwickelte sich das, war das, was eben er, insofern kann man auch bei McCarthy von einer Verschwörungstheorie sprechen. Ja. Ja, hier kommen wir schon ins 20. Jahrhundert. Das ist etwa die Abteilung links zum Thema Dolchstoßlegende, auch eine Verschwörungstheorie. Die Liberalen, Sozialisten, Freimaurer, Juden in der Heimat hätten die im Felde unbesiegte Reichswehr 1918 sozusagen aus Deutschland heraus geschlagen. Das ist eine Verschwörungstheorie, die die oberste Heeresleitung, also Ludendorff und Hindenburg, in die Welt gesetzt haben, um von ihrem eigenen Versagen letztlich abzulenken. Ist auch ein wichtiges Thema, welche Motive haben Verschwörungstheoretiker. Da gibt es ganz unterschiedliche Motive. Ein bisschen kam das gestern auch schon in der Diskussion, fand ich, zu Fake News raus. Es gibt eben hier zum Beispiel ein ganz klares Motiv, der Verschwörungstheoretiker von eigenem Versagen abzulenken. Bei den Verschwörungstheorien, die sich im Mittelalter zum Beispiel gegen die Juden richteten, war es eher so, dass man Gründe besuchte, um eine komplexe Katastrophe begreifbar zu machen. Damals war es eine Pandemie, die Pest, die dafür sorgte, dass die Menschen eben nach Schuldigen suchten, nach Sündenböcken. Wobei die offizielle Haltung des Papstes sogar war, das sei Quatsch, nicht? Weil er eben sah, dass die Pest auch in Gegenden wütete, wo es keine Juden gab, sozusagen. Das war seine Begründung, die wäre heute auch nicht ganz politisch korrekt, aber immerhin kann man sagen, wurde diese Verschwörungstheorie kirchenamtlich abgelehnt. Ja, also das ist die Suche nach Schuldigen, das ist das Bestreben, die Welt weniger komplex zu machen, das ist das Bestreben, eben Gründe für Unerklärliches zu finden und sozusagen den Zufall auszuschalten. Manche Psychologen argumentieren, dass Verschwörungstheorien im Grunde so eine steinzeitliche Grundlage haben und auf einem zutiefst menschlichen Bedürfnis beruhen, nämlich dem erstmal gesundem Misstrauen. Also der Steinzeitmensch ist dann das beliebte Bild. Er musste eben, wenn es im Gebüsch raschelte, eigentlich immer einen Säbelzahntiger oder einen Bären wittern und dann schnell die Flucht ergreifen und also immer die Gefahr sehen. Und Verschwörungstheoretiker sehen in diesem Denken auch heute immer noch hinter jedem Busch einen Bären sitzen oder hinter jedem Virus eben auch sozusagen dann einen Schuldigen. Ja, dann, Sie konnten gerade schon den Baphomet sehen, die Figur des Antichrists, also hier diese Figur, die Abbildung stammt aus den Protokollen der Weisen von Zion. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal etwas von den Weisen, Protokollen der Weisen von Zion gehört haben. Die Mutter der Verschwörungstheorie wird dieses Buch auch genannt. Es handelt sich dabei, muss man sagen, um eine zusammengeschusterte Schrift. Versatzstücke aus der Literatur des 19. Jahrhunderts, die zu einer angeblichen oder zu angeblichen Reden zusammengefasst wurden, die ein ungenannt bleibender Anführer der Juden auf dem Zionistenkongress in Basel hält. Und da wird eben erklärt, aus Sicht angeblich der Juden, wie sie die Weltherrschaft für den Antichrist bereiten wollen. Antichrist ist eine Figur aus der Offenbarung des Johannes, ein Helfershelfer des Teufels, der sozusagen vor der Wiederkehr Christi sozusagen sein Reich auf der Welt errichten will. Und die Protokolle der Weisen von Zion sehen eben den Antichrist sozusagen als Anführer der Juden. Und was wir hier als Objekt haben, ist sicherlich das
ja, wichtigste Objekt der Ausstellung gewesen. Es ist nämlich ein Arbeitsexemplar der Buchveröffentlichung aus dem Besitz von Sergej Nilus. Sergej Nilus war der Mensch, der die Protokolle der Weisen von Zion erstmals als Buch veröffentlichte, 1905. Und dieses Objekt, ja, überlebte sozusagen die russische Revolution und alle möglichen Zeitläufe auch danach, hat also selbst eine bewegte Geschichte. Und man kann hier eben sehen, wie Sergej Nilus arbeitete und dachte. Der hat überall in dem Buch immer noch so Randnotizen gemacht, hat Zeitungsartikel reingeklebt, hat also überall immer Belege gesucht für die jüdische Weltverschwörung, die er angenommen hat. Der war also tatsächlich selbst, muss man sagen, wohl besessen von dieser Idee, auch wenn er offenbar, das geht aus anderen Aussagen hervor, selbst auch nicht ganz sicher war, ob die Protokolle wirklich sozusagen ob es sich nicht doch um eine Fiktion handelte, ob sie echt waren. Ne? Und insofern waren die Protokolle der Weisen von Zion schon natürlich ein Schlüsselobjekt in unserer Ausstellung aus dem Besitz eines privaten Sammlers, nämlich aus dem Besitz von Michael Hagemeister, der auch hier lange an der Ruhr-Universität Bochum tätig war, sicherlich weltweit der beste Experte zu den Protokollen. Ja, kann ich gerne aber auch noch mehr zu sagen, wenn es interessiert. Dann hatten wir hier eine Abteilung zu Verschwörungstheorien im Stalinismus, wo Verschwörungstheorien sozusagen Grundlage waren der Verfolgungen in den 30er Jahren und wo verschwörungstheoretisches Denken sich, muss man sagen, auch so tief eingeprägt hat, dass es bis heute in Russland extrem wirksam ist. Russland ist ja sozusagen ein Eldorado der Verschwörungstheorien bis heute geblieben. Ähnlichen Bereich haben wir auch zum Thema natürlich Nationalsozialismus gehabt, denn auch sozusagen im Nationalsozialismus wurden Verschwörungstheorien vor allen Dingen natürlich gegen Juden, aber auch zum Beispiel gegen die katholische Kirche regierungsamtlich vertreten und waren auch ein wichtiges Argument bei der Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten. Das ist die Abteilung, die sich den 50er Jahren widmet. Verschwörungstheorien im Westen und im Osten. Auch im Osten waren sie wiederum regierungsamtliche Politik. Da wurde ja von offizieller Seite eben den Amerikanern zum Beispiel unterstellt, sie würden Kartoffelkäfer auf Äckern der DDR abwerfen, um die Ernte in der DDR zu vernichten. Im Westen war es eher auch wiederum die Übertreibung, hier auch ein beliebtes verschwörungstheoretisches Motiv, die Spinne. Die Spinne hatten die Nazis verwendet, um die katholische Kirche zu verunglimpfen, die angeblich ihr Netz über Deutschland warf. Jetzt war es Stalin, der sozusagen als Spinne versuchte, auch den Westen unter seine Kontrolle zu bringen, hat natürlich auch wiederum einen wahren Kern, den ich aber jetzt hier aufgrund der Kürze der Zeit nicht diskutieren möchte. Ja, die Abteilung, die die meisten Menschen sicherlich am meisten interessiert hat, muss man leider vielleicht sagen, das war die Abteilung zur Gegenwart. Hier sehen Sie etwa einen Aufzugmotor aus dem World Trade Center. Es ist also ein verkohlter Aufzugmotor, der bei den Anschlägen auf das World Trade Center eben als Relikt übrig geblieben ist. Der befindet sich heute normalerweise im Haus der Geschichte in Bonn und wir konnten ihn eben für die Ausstellung ausleihen, sozusagen als wiederum Gegenstimme, als Beleg dafür, dass es das World Trade Center und die Anschläge wirklich gegeben hat. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Verschwörungstheorien zu. Es gibt die Verschwörungstheorie, es handele sich um einen sogenannten Inside Job. Also die Amerikaner hätten das irgendwie selber inszeniert. Dann gibt es sogar die Theorie, das World Trade Center hat es nie gegeben. Und zumindest, aber natürlich, wer jetzt an Verschwörungstheorien glaubt, wird sich auch nicht von diesem Aufzugmotor beeindrucken lassen. Er wird sagen, wir haben den einfach aus der Pader, das ist der Fluss, der durch Paderborn schwimmt, gefischt und es handelt sich um ein ganz anderes Gerät oder so. Also einen echten Verschwörungstheoretiker, der sozusagen ein geschlossenes Weltbild hat, wird sich natürlich davon nicht beeindrucken lassen, aber dennoch war es für unsere Besucher ein interessantes Objekt.
Wir haben in dieser Abteilung unterschiedlichste, ich gehe hier nochmal auf einen, ich gehe mal auf den Anfang zurück. Wir haben hier unterschiedlichste Verschwörungstheorien behandelt, politische Verschwörungstheorien, etwa die sogenannte Auschwitz-Lüge, die Unterstellung, Auschwitz habe oder die Judenvernichtung habe es nicht gegeben oder zumindest nicht in dem Maße oder die Juden hätten das Ganze selber organisiert, gibt es auch als besonders perfide Theorie. Auf der anderen Seite hatten wir aber auch linke Verschwörungstheorien, etwa die sogenannte Todesnacht von Stammheim, also die Behauptung, die RAF-Häftlinge in Stammheim 1977 seien regierungsamtlich ermordet worden. Es habe sich dann nicht um Selbstmord gehandelt. Wir hatten hier Theorie verschiedener, Wissenschaftler, wenn man so will, zum Thema gefälschte Geschichte. Es gibt, ich weiß nicht, ob Sie den Namen Heribert Illich schon mal gehört haben, ist ein Historiker, der behauptet, 3 Jahrhunderte im Mittelalter habe es nicht gegeben. Die beruhten auf einer Verschwörung von Papst und Kaiser, die im Jahrtausend leben wollten. Und deswegen hätten die Karl den Großen und so weiter erfunden, alle Klöster in Europa mit gefälschten Handschriften versehen und so weiter. Also auch eine völlig, muss man sagen, letztlich irre, unmögliche Verschwörungstheorie, die schon allein aufgrund ihrer Komplexität nicht möglich ist. Aber nichtsdestominder gibt es sie. In Russland gibt es heute einen Verschwörungstheoretiker, Anatoli Famienko, der sogar auch regierungsamtlich gefördert wird, der behauptet, die gesamte westliche Geschichte sei im Grunde gefälscht. Es habe sich eigentlich, sei zum Beispiel Karl der Große, auch ein Russe gewesen. Das ist auch ganz einfach zu belegen. Der Name Karl ist nämlich, klingt so ähnlich wie das Wort Kral. Das ist ein slawisches Wort für König oder Fürst oder russisch Karol. Nicht? Und insofern logisch, dass Karl der Große Russe war. Wir haben das Thema Impfen, ganz großes Thema. Chemtrails, sogenannte, kann ich gerne alles erläutern, falls Sie es nicht kennen. Und wir haben natürlich auch die Echsenmenschen, die sogenannten Reptiloide, Außerirdische, die die Weltherrschaft anstreben und überall sozusagen die Position besetzen. Also Hillary Clinton war zum Beispiel eigentlich oder ist ein Reptiloid, die Queen ist ein Reptiloid, Angela Merkel ist ein Reptiloid, Barack Obama ist ein Reptiloid, aber es gibt Gott sei Dank ja einen Menschen, der uns vor diesen Reptiloiden retten kann. Ich nenne den Namen aber nicht. Vielleicht wird er am 2. November wieder gewählt. Muss man gucken. Ne? Ja, es gibt hier die Theorie zu den Barcodes, also diesen Strichen auf Produkten, die Sie kaufen können. Da handelt es sich nämlich, das wissen vielleicht viele von Ihnen gar nicht, um ein Symbol des Antichrists. Der Antichrist hat sein Hauptquartier in Brüssel aufgeschlagen in dieser Theorie und er kontrolliert uns mit Hilfe dieser Barcodes auf den Produkten, die wir kaufen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist aber, man kann was dagegen tun. Man kann zum Beispiel für 13 Euro im Internet einen Stift erwerben, mit dem man diesen Barcode durchstreicht, dann wird er entstört, nicht? Und kann uns nicht mehr vergiften. Das hört sich erstmal verrückt an, aber es gibt wesentlich mehr Menschen, die an so etwas glauben, als sie denken. Viele Menschen glauben eben auch zum Beispiel an die Chemtrails. Wir haben bei der Ausstellung auch das Außengelände des Klosters, das Sie übrigens alle unbedingt besuchen sollten, auch wenn wir da keine Ausstellung über Verschwörungstheorien zeigen, genutzt. Das hier ist ein sogenannter Chembuster. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen von diesem Gerät schon mal etwas gehört hat. Das können Sie sehr gut bei sich zum Beispiel im Garten oder in kleinerer Form auch auf dem Balkon aufstellen, wenn Sie nur diese Pyramide aufstellen. Das reicht wohl dann auch schon. Das können Sie aufstellen, um sogenannte Chemtrails abzuwehren. Also ab und zu sehen Sie ja am Himmel weiße Streifen, die Sie naiverweise für Kondensstreifen halten, bei denen es sich aber um Chemikalien handelt, die von der Regierung oder vom CIA versprüht werden, um uns Weiße, ich glaube, hier sind nur Weiße im Publikum, um uns Weiße zu vergiften, damit wir nicht mehr so viele Kinder kriegen. Und die Welt also deswegen von andersrassigen Menschen bevölkert werden, übervölkert werden kann. Also das ist so eine
Es gibt auch andere Leute, die sind ein bisschen harmloser, die glauben nur, dass wir vergiftet, also dass da sozusagen Chemikalien versprüht werden, um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Also es gibt unterschiedliche Thesen. Man kann aber für gut 2.500 Euro im Internet so einen Chembuster erwerben und den sich in den Garten stellen und dann hilft das eventuell. Wir haben den allerdings nicht bei so einem Scharlatan erworben, das wollten wir, also haben wir jetzt moralisch nicht für vertretbar gehalten, sondern wir haben ihn von nachbauen lassen. Und zwar hat die Gruppe der Goldene Aluhut, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, das ist eine Berliner Gemeinschaft, Verein, der sich darum kümmert, über Verschwörungstheorien aufzuklären. Die haben den für uns gebaut und im Anschluss an die Ausstellung versteigert. Ne? Für ihre Arbeit. Ne? Ich mache mich jetzt gerade so ein bisschen lustig, einfach weil es mich zuckt. Wir haben uns in der Ausstellung überhaupt nicht über Verschwörungstheorien lustig gemacht, muss ich dazu sagen. Wir haben das Thema sehr ernsthaft gezeigt, sehr ernsthaft die Gegenstimmen gezeigt. Wir haben aber anders, als man das eine Zeit lang so in den Medien hatte, nicht? Also diesen Hihi-Effekt, den ich jetzt versuche, weil es ein Vortrag ist und so weiter und ne? Den haben wir in der Ausstellung gar nicht versucht zu bedienen, einfach weil wir die Ernsthaftigkeit und auch die Problematik des Themas zeigen wollten, dass das Thema so aktuell werden würde nach der Ausstellung. Das war natürlich eigentlich nicht im Sinne des Erfinders. Wir wollten ja eigentlich verhindern, dass überhaupt noch jemand an Verschwörungstheorien glaubt. Das ist uns offenkundig nicht gelungen, aber immerhin, glaube ich, ein paar Leute konnten wir eben doch erreichen mit der Ausstellung. Und zwar, na gut, jetzt haben wir erstmal Reaktionen auf die Ausstellung, die ein bisschen anders sind, oder Reaktionen in diesem Fall auf die Rede, die der Bundespräsident bei der Eröffnung gehalten hat. Wenn Sie hier rechts mal schauen, dann sehen Sie, sozusagen, dass es da im Internet eine breite Gemeinde gibt von Menschen, die offenbar alles, was sozusagen dann aus Berlin kommt, für Reden der Verschwörer halten. Die Theorie wird doch schon lange umgesetzt und gehört zur Tagesordnung. Also das heißt, wir werden irgendwie von oben gesteuert. Nicht? Das nur so als grober Überblick. Bilanz der Ausstellung, etwa 76.000 oder 77.000 Besucher. Es hätten noch ein paar mehr sein können, wenn die Ausstellung hätte so lange laufen können, wie sie geplant war. Aber auch das, vielleicht ist es ein Zufall, vielleicht nicht. Die Ausstellung beginnt ja im Grunde an einem Freitag, dem 13. Am 13. Oktober 2007 wurden die Templer nämlich verhaftet. Und am 13. März, auch an einem Freitag, wurde die Ausstellung geschlossen. Heute ist wieder ein Freitag, Freitag der 13., nee, Freitag der 16., aber gut. Sozusagen könnte man jetzt verschwörungstheoretisch argumentieren. Verschwörungstheoretiker argumentieren nämlich sehr häufig mit solchen sozusagen scheinbaren Analogien, mit Symbolen, mit Zeichen, die überall gesehen werden. Also hier sozusagen die Dreiecksform, die wir hier ja sozusagen haben an der Gaze, könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass Illuminaten eigentlich diese Ausstellung erstellt haben. Wir gehören natürlich sozusagen, gehört mit der Ausstellung auch im Denken der Verschwörungstheoretiker natürlich zum System, oder wir waren so naiv, dass wir den Verschwörern auf den Leim gegangen sind. Also in den Reaktionen war es meistens so, die wir bekommen haben, dass uns eher Naivität unterstellt wurde, also nicht böser Wille, immerhin, denn das hätte natürlich auch gefährlich werden können. Wir hatten also, ich habe gestern schon mich mit einer Kommilitonin, die ist heute nicht da, darüber unterhalten, wir hatten tatsächlich auch für unsere sozialen Medien, auch für die Ausstellung selbst, sozusagen einen Notfallplan, was passiert, wenn, keine Ahnung, eine Bande von Reichsbürgern versucht, die Reichsbürger waren natürlich auch Thema in der Ausstellung, wenn die versuchen, die Ausstellung zu sprengen, was passiert bei einem Shitstorm in den sozialen Medien. Dafür hatten wir sozusagen tatsächlich Tag und Nacht einen Notdienst eingerichtet, um da gegebenenfalls reaktionsfähig zu sein bei diesem Thema. Im Nachhinein kann man sagen, war übertriebene Vorsicht, aber du weißt eben nie genau, was
passiert. Und gerade am Anfang hatten wir natürlich relativ viel Publizität durch den Besuch von Steinmeier. Aber das hat sich dann, muss man sagen, dieser Hass im Internet hat sich dann über Steinmeier ergossen und leider nicht über die Ausstellung. Ne? Obwohl eben alle wichtigen Medien, also nahezu alle wichtigen Medien in Deutschland auch darüber berichtet haben, hatten wir sehr schöne Kritiken in der Süddeutschen, Welt am Sonntag und so weiter. Und der Katalog der Ausstellung, den ich Ihnen zumindest einmal zeigen kann, gibt es auch noch bei uns in einigen Restexemplaren zu kaufen, wurde bei der Bundeszentrale für politische Bildung nachgedruckt, kostete dort 7 €, war innerhalb von 6 Wochen allerdings vergriffen. Sie können ihn aber, ich glaube, im Dezember nachbestellen. Sie müssen da ein bisschen, also wenn Sie das interessiert, natürlich nur, Sie müssen das nicht, aber der wird jetzt demnächst nachgedruckt. Ich glaube, ja, so in gut 4 Wochen, 6 Wochen sollte er dann wieder erscheinen, dieses Jahr auf jeden Fall noch. So viel erstmal von mir als grober Überblick. Es gibt natürlich vieles, was ich da noch erzählen kann, aber vielleicht stellen Sie auch einfach Fragen dazu und dann können wir ins Gespräch kommen. Ja. Also ich moderiere dann von hier aus einfach, würde ich vorschlagen, ne? Der Einfachheit halber. Ja. Mich würde tatsächlich so das Thema Reaktion noch mal mehr interessieren. Mhm. Auch tatsächlich auch Verschwörungstheoretik, ob man da irgendwie was mitbekommen hat, die vor Ort waren und versucht haben, dann Leute da zu beeinflussen, wie die reagiert haben. Also so gab es da wirklich kritische Situationen auch vor Ort? Nein, also kritische Situationen gab es nicht. Es gab offenbar, das haben mir die Gästeführer sozusagen berichtet, Menschen, die als Verschwörungsgläubiger sich die Ausstellung angeschaut haben und dann in den Führungen also entweder kritische Bemerkungen machten oder also versucht haben, das Ganze sozusagen in Frage zu stellen, was wir zeigen. Es gab im Gästebuch entsprechende Reaktionen, alles Lüge und so weiter. Aber es gab jetzt keine kritischen Situationen in dem Sinne, dass wir der Sache nicht mehr hätten Herr werden können. Das gab es also so in der Form nicht. Ja. Mhm. Ja, ich hätte eine Frage zur Umsetzung der Ausstellung. Das ist ja jetzt 900 Jahre, wie Sie jetzt. Ja, ich weiß gar nicht, wie Sie auf 900. Also, warum, also eigentlich sind es gut 700 Jahre. Ne? Ja. Ja. Ah ja, das ist eine gute Frage, weil sie auch noch so ein bisschen dazu dient, sozusagen so einen Mythos um mich und meine Voraussicht zu schaffen. Nein, es ist so, die erste Idee für die Ausstellung schriftlich fixiert haben wir im Sommer 2015. Ausstellung bei uns in dieser Größenordnung, das ist eine 7-stellige Summe, die in so einer Ausstellung verbaut wird oder nicht nur verbaut, sondern die auch für die Werbung natürlich auch genommen wird. Und die wird vom Landschaftsparlament in Münster wird so eine Ausstellung verabschiedet im Parlament des LDL, dass Sie alle Kommunalwahlen nicht gewählt haben, wenn Sie auch nicht zur Wahl gegangen sind. Das war eine Zeit, ich weiß nicht noch genau, wie ich telefoniert habe mit dem Kollegen in Münster, wo ich gesagt habe, ich würde die Ausstellung gerne machen und ein aktuelles Thema und ja, hört sich ganz gut an und so weiter. Und dann weiß ich auch genau, wie ich sagte, ja, war Sommer 2015, gibt zwar jetzt auch Verschwörungstheorien in der Politik, die werden aber wahrscheinlich bald wieder verschwinden, AfD meinte ich. Und dann kam im Herbst 2015, als die Ausstellung schon geschlossen war, die große Migrationsbewegung, ich wollte sie mal in der Fall nennen, die das Thema nochmal unheimlich aktualisiert hat, so für das Erste. Das war ungefähr auch der Zeitpunkt, wo wir dann angefangen haben, konkret in der Ausstellung zu arbeiten. Es gab so den ersten Aufriss und dann gab es ein Team von 4, 5, ein bisschen wechselnd, Kolleginnen und Kollegen, die dann die einzelnen Themenbereiche bearbeitet haben. Also Themenbereich Mitarbeiter, etwa dann eine Kunsthistorikerin, die auf mittelalterliche Kunst spezialisiert ist, die den Bereich bearbeitet hat,
Volontäre, sozusagen Nachwuchskräfte im Museum, die haben, ein Kollege hat eben die Gegenwart bearbeitet, ein Kollege ist sozusagen 25 Jahre alt. Und dann erhält man sich die vom Haus aus Statist und Historiker und konnte dann zum Beispiel mal im Bereich sozusagen stärker helfen. So viele Moden. Wir hatten einen Besuch auf dem Beirat, der die Ausstellung begleitet hat, dem die wichtigsten Experten für unterschiedliche Themen angehörten und mit dem wir ziemlich intensiv, muss man sagen, diskutiert haben. Da auch, also meine Kollegen waren ausgeschieden im Streit. Also es war sozusagen eine bewegte Vorarbeit auf dieser Ausstellung. Und wir hatten natürlich, auch das ist völlig interessant, Thema Texte werden häufig überschätzt von Wissenschaftlern in der Ausstellung, in dem Sinne, dass sie ganz viel unterbringen wollen. Bei uns, die Ausstellung ist jetzt ja auch ein Buch abgedruckt. Wir haben so kurz wie möglich gehalten, so lesbar wie möglich, da gibt es bestimmt Textprinzip, dass wir da verwenden. Und ich glaube, ich habe jeden Text mindestens 5-mal gegengelesen, die Kollegen auch nochmal, wir haben nochmal eine letzte Runde, nochmal einen letzten Faktencheck, den sich alle gegenseitig nochmal kontrolliert haben, eingebaut, einfach um sicher zu gehen, dass wir Verschwörungstheoretikern kein Futter geben durch schon mal einfach falsche Fakten. Wir waren gerade an der Reise im Oktober, ich war am 11. Oktober. Also ihr lügt doch nur. Ne? Und das kann halt passieren. Ich bin sicher, dass trotzdem noch Fehler machen, auch schon, weil es immer Fehler gibt in sozusagen komplexen, so einem Komplex, in so einer komplexen Arbeit, aber wir haben das versucht, uns auf ein Minimum zu reduzieren. Ne? Auch um eine Bewertung nochmal auszuschließen. Ne? Das ist gerade, also ohne Frage, Sie haben zwischenzeitlich erwähnt, dass zum Beispiel bei den Jesuiten es zutrifft, dass sie sowohl Opfer als auch selber TäterInnen sind, wenn es um das Thema dann Verschwörungstheorien geht. Ich weiß nicht, ob Sie dazu vielleicht ein bisschen mehr erzählen könnten, weil mich das sehr interessiert, ob das eine Dynamik ist, die quasi entstanden ist, weil Sie gerade Opfer auch davon geworden sind oder wie sehr Sie das untersucht haben, weil es ja quasi nicht jede Gruppe beide Positionen vielleicht betrifft. Ja. Also nicht bei Ersatz, das ist vor allem bei den Jesuiten so der Fall. Ich meine, es gibt natürlich auch Juden, die Verschwörungstheoretiker sind. Da ist aber kein besonders ausgeprägtes Phänomen, würde ich behaupten. Es gibt sogar die Auffassung, die Juden können gar keine Verschwörungstheoretiker sein. Das ist auch wiederum Quatsch. Es gibt ja keine politische Vorbedingung, warum jemand Verschwörungstheoretiker. Also, Unsinn. Aber bei den Jesuiten ist es eher so, dass sie natürlich tatsächlich sich auch als Form des Katholizismus empfanden. Und diese jesuitischen Verschwörungstheorien stammen vor allem nach dem 19. Jahrhundert, als die Kirche verstärkt eben unter Druck war von anderen sozusagen geistigen Strömungen, wie Liberalismus, dem Kommunismus und so weiter. Und das ist eher, würde ich mal sagen, auf die Struktur dieser Gruppe, die natürlich vor allem mit dem Wort für Gott, wie es verstanden oder versteht, gekämpft hat, zurückzuführen. Aber sonst gibt es das eben nicht als ähnliches Phänomen bei den Freimaurern, würde ich sagen. Also ist mir jetzt nicht geläufig, dass Freimaurer selber auch zum Beispiel Verschwörungstheorien verbreiten. Das ist sozusagen eine Besonderheit der Jesuiten. Bei den Kommunisten könnte man natürlich sagen, okay, die sind tatsächlich häufig Ziel von Verschwörungstheorien, aber zu ihrem Wesen gehört eben auch, selbst Verschwörungstheorien zu verbreiten. Das ist ein Spezifikum sozusagen der bolschewistisch-kommunistischen Geschichte, die im Untergrund beginnt, die sich tatsächlich erstmal als Verschwörergruppe konstituieren
und denen das Verschwörungsdenken deswegen bis heute, muss man sagen, ja, anhaftet. Aber das ist sozusagen, kann man jetzt nicht für alle Gruppen so als Raster auflegen, denke ich. Ja, ich glaube, Sie hatten noch eine Frage, ne? Oder? Ja. Oder gegenüber Juden im Mittelalter gab, im Rahmen der Pest. Und natürlich auch noch in der Zeit des Nationalsozialismus. Wurde das dann eher individuell betrachtet oder wurden da auch Verbindungen gezogen? Weil Sie meinten ja vorhin, dass Sie doch versucht haben, alles relativ neutral Also Verbindungen zwischen den Verschwörungstheorien im Mittelalter, die sich gegen Juden richten, und denen im 20. Jahrhundert. Genau, also es ist ja schon ein ziemlich ähnlicher Gedanke dahinter dadurch. Deswegen wäre es ja eventuell denkbar, dass da eine Verbindung gezogen wurde. Ja, also es gibt Verschwörungstheorien, die sich tatsächlich, also auch Verschwörungstheorien gegen die Juden, gegen die Freimaurer, ziehen sich über die Jahrhunderte oder tauchen immer wieder auf. Und es ist so, also ist ein bisschen schrittig sozusagen in der Forschung, soweit ich das überblicke. Es gibt ja die Ansicht, sozusagen die Vorbehalte, Vorteile gegen Juden im Mittelalter seien eben religiös konnotiert. Es handelt sich also um Antijudaismus, während das, was wir dann im 19. und 20. Jahrhundert haben, rassistisch motiviert ist, wo es sich dann um Antisemitismus handelt. Antisemitismus ist übrigens eine Selbstbezeichnung ja, der sogenannten Antisemiten. Ne? Also, aber natürlich gibt es da Verschränkungen. Also Hitler etwa hat vor allen Dingen rassistisch argumentiert. Ja, er sah sozusagen in Juden biologisch andere Wesen, während Alfred Rosenberg sozusagen beides vereint hat. Also ein anderer wichtiger Ideologe, kein Chefideologe, wie er manchmal genannt wird, aber ein anderer wichtiger Ideologe der Nazis, hat eben auch die religiös motivierten Verschwörungstheorien des Mittelalters in seine Propaganda mit aufgenommen. Und natürlich gibt es da sozusagen auf jeden Fall Kontinuitäten, ne? Auch wenn das, was wir dann im 20. Jahrhundert haben, eine ganz andere inhaltliche Qualität dann wieder ja, gewinnt, möchte man gar nicht sagen, aber hat. Ne? Ja. Aber ja, also würde ich schon auf jeden Fall sehen, nicht? Der Judenhass der Gegenwart speiste sich schon, also oder nutzte auch den Judenhass der Vergangenheit. Es gab natürlich auch, was ich auf christlicher Seite in den 20er, 30er Jahren noch sehr starke Vorurteile, Vorbehalte gegen Juden, die Nazis natürlich auch in ihrer Propaganda mit ausnutzen konnten. Ne? Wobei es dann eben häufig die natürlich schon die Ansage gibt, ja, aber das geht jetzt hier zu weit, ne, was die da denken und machen. Ne? Na, also da gibt es immer noch die Möglichkeit sozusagen der Taufe als letztem Rettungsmittel. Ne? Im Mittelalter, also mit Einschränkungen. Ne? Es gab auch im Mittelalter Situationen, in Basel etwa, wo denen das auch nicht mehr geholfen hat. Ne? Wo dann einfach der Hass sozusagen schon so und man Schuldigen brauchte. Da konnte sich dann Jude auch nicht mehr taufen lassen. Ne? Das hat ihn trotzdem, da wurde ihm dann nur noch als Verstellung nachgesagt, aber im Prinzip war natürlich die Taufe immer ein Rettungsmittel, in Anführungsstrichen, und das war bei den Nazis ja ebenso nicht mehr der Fall. Ne? Ja? Ja, das Thema ist bei mir sozusagen schon länger im Kopf. Ich habe an der schönsten Universität in Deutschland, also hier in Bochum 2000, ein Oberseminar besucht bei Michael Hagemeister. Da ging es um das Thema Fakt und Fiktion in der Geschichtswissenschaft. Und sozusagen das Thema begleitet mich seitdem ein bisschen. Und im Kloster Dahlheim suchen wir nach Themen, die eben anschlussfähig sind an unseren Auftrag, Klosterkultur, Ordenskultur zu vermitteln, die aber zugleich auch für ein breites Publikum interessant sind. Und dann kommt einem die Idee meistens beim, keine Ahnung, unter der Dusche. Ne? Ja, also. Ja. Ne? Eine andere Frage ist, ob Sie auf der Frage nachgegangen sind, warum Verschwörungstheorien überhaupt entstanden sind oder woher das Phänomen kommt und ob das vielleicht daran liegen könnte, dass Menschen ihre Fragen nach einem Warum
Genau, also das würde ich, kann man genauso beantworten, da habe ich glaube ich vorhin auch schon mal so en passant gesagt, die Verschwörungstheorien helfen eben dabei, sozusagen die Komplexität der Welt zu bewältigen, eben Fragen zu beantworten, woher kommt jetzt dieses Corona, diese ganzen Verbote, was hat das für einen Sinn? Ne, sie geben der verleihen der Welt letztlich eine Art von Sinn, sie verleihen auch sinnlosen Zuständen, Entwicklungen Sinn. Aus der Sicht der Verschwörungstheoretiker natürlich immer dazu gesagt. Ne? Ja. Die gleiche Person hat gefragt, was passiert, wenn aus einer vermutlichen Verschwörungstheorie irgendwann eine Tatsache dann noch wird, zum Beispiel durch die Veröffentlichung von WikiLeaks, wenn Sachen, die vorher vielleicht nur angenommen wurden, dann bewiesen werden? Ja, dann ist es keine Verschwörungstheorie, sondern eine bewiesene Verschwörung, wobei das dann mal so, dass der amerikanische Geheimdienst viele Schweinereien auch, also das war allen auch bekannt, ohne dass es eine Verschwörungstheorie war. Nicht? Ein bisschen anders ist es ja bei Dieselgate, ne? Da irgendwie alle haben sich schon immer darüber gewundert, dass die ihre Autos mehr verbrauchen, als da steht. Nicht? Das ist ja also natürlich letztlich auch mehr CO2 in die Luft pumpen und so weiter. Das sozusagen gab es nicht als Verschwörungserzählung in dem Sinne vorher, weil Verschwörungstheorien meistens eben einfach auf unrealistischen Voraussetzungen und Annahmen beruhen. Und mir ist keine Verschwörungstheorie in dem Sinne bekannt, die wirklich dann irgendwann mal bewiesen worden wäre. Das ist sozusagen, Umberto Eco nennt das den Beweis des Schweigens. Die meisten Verschwörungen, die man annimmt, sind ja sehr komplex. Ne? Die Mondlandung hätte von Hunderten oder Tausenden von Leuten geplant werden müssen, wenn das in einem Filmstudio 1969 hätte gedreht werden sollen. Und Umberto Eco argumentierte eben, spätestens nach ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten hätte einer dieser Beteiligten aus irgendeinem Grund die Sache an die Presse gegeben, hätte die verkauft. Es würde schon also sehr gut organisierte Gentlemen brauchen, so sagte er, um das Ganze zu organisieren. Und die Leute, die an solchen Schweinereien beteiligt sind, sind eben meistens keine Gentlemen, sondern eher bereit, dann eine Geschichte für etwas Geld zu verkaufen. Nicht? Also, und da über diese ganzen Verschwörungen von den Beteiligten, von den angeblich Beteiligten eben geschwiegen wird, kann man davon ausgehen, dass es sie gar nicht gibt. Ja, ich glaube, dann sind wir auch mit der Zeit. Ich bin der Erste, der die Zeit ausgenutzt hat, glaube ich. Ne? Okay. Ja, ich mache mich so langsam hier fertig. Nicht? Keine Ahnung. Genau. Dankeschön. Also wir würden jetzt auf jeden Fall erstmal 5 Minuten Pause machen und dann melden wir uns zurück mit dem nächsten Referenten. Wird das einmal getauscht? Also hier noch kommt erstmal die Pause und der Vortrag über den miauenden Mönchen und den bibelfesten Bauern, der kommt dann im Anschluss. Und jetzt würde ich gerne unseren nächsten Referenten ankündigen, der wieder aus dem Feld der Germanistik kommt. Und ich übergebe einfach jetzt. Ja, ich bin leider noch kein Staudamm, das heißt, ich bin auch kein Präsident, ich bin kein Huber, ich bin ein Hofer. Aber es freut mich trotzdem, hier zu sein. Ich bin auch nicht nur Germanist, ich bin auch Historiker. Und mein Vortrag ist auch nicht gänzlich germanistisch, sondern auch irgendwie historisch. Das heißt, ich habe versucht, meine Felder zu verbinden, was ja auch im Sinne des Studiengangs Mars ist, irgendwie interdisziplinär zu arbeiten. Und habe das auch versucht, mir ein bisschen auf die Fahne zu schreiben. Das heißt, ich möchte heute mit Ihnen allen über das Nibelungenlied reden. Das ist so mein Herzensobjekt im Mittelalter, wenn man möchte. Und da wir uns heute beim Oberthema Fake News befinden, habe ich mich vor allem mit Fiktion auseinandergesetzt. Und da hat mir Herr Grabowski unwissentlich schon direkt den Ball zugespielt, als er gesagt hat, es geht um Wahrheit und Fiktion. Und natürlich ist Fiktion und Wahrheit immer ein bisschen auch Auslegungssache. Und das ist einmal der Inhalt, den ich mir ungefähr vorgestellt habe. Es sieht nach viel aus, aber manche Unterpunkte werden auch relativ kurz abgehandelt.
Das heißt, wir schauen uns einmal kurz an, wie ein Heldenepos überhaupt entsteht, wie funktioniert das Ganze und warum ist es wichtig, das zu wissen. Der zweite Punkt ist eher so inhaltlicher Natur, das heißt, wir schauen uns an, welche Teile des Nibelungenlieds können wir uns überhaupt anschauen, wenn wir über Sagenstoffe und Geschichte und Wahrheit und Fiktion uns unterhalten möchten. Und gehen dann auch direkt in die Themenbereiche, die vielleicht für diese Konferenz am inhaltlich stärksten sind, und zwar einmal die Vermittlung von Wahrheit, aber auch die Frage nach Fiktion. Und dann sehen wir hier schon einmal, dass Punkt 4 und 5 etwas mit einem anderen Vortrag zu tun haben, den ich vor kurzem gehalten habe, und zwar mit der Frage, wie viel Geschichte steckt in unseren Geschichten. Das ist ein Vortrag, den ich vor kurzem in Stuttgart gehalten habe, und es geht hierbei darum, wie Rahmungen eventuell funktionieren könnten. Das ist mir auch tatsächlich erst in der Recherche zu diesem Vortrag aufgefallen, dass eventuell, und da möchte ich mich auch in der Diskussion gerne mit Ihnen allen darüber unterhalten, ein äußerer und innerer Rahmen entsteht durch Fiktion, durch Wahrheit und auch irgendwie durch gesellschaftliche bzw. gemeinschaftliche Rahmungen, wenn man es so nennen möchte. Zuletzt geht es einmal um einen Motivvergleich. Wie kann man eventuell aus Fiktion und aus Wahrheit auch noch etwas für die Geschichte gewinnen? Wie viel Ressource steckt eigentlich in Literatur, die auch Historiker weiter benutzen können? Und dann würde ich einmal gerne inhaltlich auch einsteigen. Das heißt, ich habe versucht, einmal möglichst wenig komplex, und es sieht natürlich trotzdem irgendwie noch zu viel aus, einzufangen, wie ein Heldenepos entsteht. Das heißt, am Anfang, und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt, ist, dass der Dichter des Epos keinen Stoff erfindet, sondern vorfindet. Das heißt, es handelt sich erstmal nicht beim Epos darum, dass eine Fiktion verschriftlicht wird, sondern dass es darum geht, ein Sachverhalt wird vorgefunden und wird ausgearbeitet, wenn man so möchte. Das finde ich einen schönen Begriff. Gut, die zweiten Punkte sind alles Bestandteile von Heldenepen. Das heißt, es ist die literarische Verformung von Sagenstoff. Es ist meistens aus einer oralen Tradition heraus. Das heißt, man hat vorher Sänger gehabt oder Ähnliches, die denselben Stoff verwendet haben, aber halt auf eine andere Weise vorgetragen und ja, nahbar gemacht haben für ein Publikum. In der Folge daraus ist auch dieser Sagenstoff meistens zu irgendeiner Form von Identitätsbildung geworden. Und die Frage für uns heute, was auch vielleicht die Historiker mehr bewegt als die Germanisten, was davon ist jetzt eigentlich Wahrheit und was ist Fiktion? Und wie viel Historisches können wir daraus nehmen? Weil das ist nämlich auch ein bisschen die Vorlage, die Herr Grabowski ja gegeben hat. Das, was historisch ist, ist wahr. Das, was als Fakt in irgendeiner Form festzuhalten ist, ist auch Wahrheit und unterscheidet sich von Fiktion. Und das ist etwas, was ich hier auf den Prüfstand stellen möchte. Das heißt, trotzdem ist das Ende und das Ergebnis ist, dass durch das Epos, durch das Heldenepos, eine Form, eine wie auch immer geartete Form, der Vergangenheitsdeutung stattfindet. Ob dabei aber wirklich Wahrheit oder Fiktion stark abgegrenzt werden muss, ist fraglich, ob es den Epiker überhaupt interessiert hat, ob es Thema ist. Diese homerische Frage zum Beispiel ist dann jetzt etwas, was eher an den Randbereich gehört. Ich habe es trotzdem einmal aufgenommen, weil es die Frage nach dem Autor, den Autoren zum Beispiel stellt und wie die schriftliche Überführung irgendwie stattgefunden haben könnte. Gab es einen großen Genieautor, das ist vor allem für das Nibelungenlied ein starkes Thema. Gab es eine ganze Werkstatt, die daran gearbeitet hat, oder gab es vielleicht nur einen Autor, der einfach quasi omnipräsent war und alles wusste, wenn man so will. Aber die homerische Frage ist, glaube ich, für die Frage nach Wahrheit und Fiktion gar nicht so entscheidend. Trotzdem sollte sie einmal auftauchen. So, ich habe gerade schon gesagt, wir haben einen Stoff, der vor allem oral vorher weitergegeben wurde. Es handelt sich um den Ansatz von Oral Tradition, wenn man es in Englisch betiteln will, oder halt eine mündliche Tradition. Und wichtig daran für uns auch zum Verständnis ist, dass diese Tradition erstmal auch ein Austausch mit dem Kollektiv ist und dass der Sänger, der ursprünglich diesen Stoff benutzt hat, nicht alleine irgendwas erdacht hat, sondern auch in einem stetigen Austausch gestanden hat. Für die Verschriftlichung dieses Stoffes ist wiederum wichtig, dass wir auch vor allem im Mittelalter keine Leute haben, die aus purer Lust und irgendwas sich gedacht haben, ich schreibe jetzt was, sondern dass es sich häufig um Auftragsarbeiten handelt. Das heißt, es kommt eine zusätzliche Komponente dazu, wie ein Stoff beeinflusst wird. Wenn etwas in einem christlichen Kontext verschriftlicht wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass christliche Werte sehr hoch gehalten werden müssen, um ein einfaches Beispiel zu nennen. Insofern beeinflussen Auftragsarbeiten auch die Ausformung des Stoffes. Trotzdem unterliegt sowohl der Sänger, der ursprünglich die mündliche Tradition benutzt hat, als auch der hinterher der epische Dichter
unterliegt immer wieder dem Austausch mit der eigenen Gesellschaft, Gemeinschaft, wie man es auch titulieren möchte. Man kann das dann in unterschiedliche Grenzen fassen. Das heißt, der Austausch findet immer mit dem statt, was ihn umgibt. Und das ist eine wichtige Feststellung und führt dazu, dass wir ein subjektives Narrativ erhalten von diesem ursprünglich vielleicht einmal historisch auch als Fakt festzuhaltenden Stoff. Ich habe da auch noch ein Zitat mitgebracht, und zwar von, ich weiß gar nicht, ob es ein Deutscher oder ein Angloamerikaner ist, ich weiß es gerade nicht, aber Richard Bauman, ich weiß es gerade nicht mehr. The texts we are accustomed to viewing as the raw materials of oral literature are merely the thin and partial record of deeply situated human behavior. So, wir sehen also, dass Bauman sagt, alles, was wir da lesen, was aus irgendeiner oralen Tradition hinterher in Literatur auch überführt wurde, ist Teil von einem Gesamtkontext von menschlichen Verhaltensweisen, die sich immer wieder gegenseitig auch beeinflussen. Hier sind wir einmal bei Punkt 2, und zwar, was ist eigentlich dann der Inhalt des Nibelungenlieds jetzt eigentlich? Was benutzt der epische Dichter an historischen Fakten, wenn man so will, und formt sie irgendwie aus? Und wie passt das überhaupt zusammen? Das heißt, wir haben das historische Komplementär, das ist die Person, die dahinter steht. Das ist einmal Attila, ich habe ihn mal den Hundenkönig genannt, dann weiß man, was für ein Attila man eigentlich meint. Theoderich der Große, wir haben ein Ereignis, den Burgundenuntergang. Und wir haben Gundaharius, Giselarius und Godomar. Das sind alles historische Ereignisse oder Persönlichkeiten, die wir festhalten können. Die sind Fakt, wenn man so will. Wenn man diese historischen Daten dann sich anschaut, fällt einem vielleicht eins auf, aber wir haben daneben natürlich einmal die historischen Komplementäre, die literarischen Komplementäre im Nibelungenlied. Das ist halt König Etzel, Dietrich von Bern, der Untergang der Nibelungen und König Gunther, Giselher und Gernot. Wenn man sich aber nun die Datierung anschaut, wird einem vielleicht schnell auffallen, dass, wenn das Nibelungenlied alle diese Leute und Ereignisse zusammenwirft, etwas nicht passt. Das heißt, wenn Attila 453 gestorben ist, aber Theoderich erst 451 geboren wurde, ist es fraglich, ob der zweijährige Theoderich wirklich am Hundenhof gekämpft hat. Aber man mag vielleicht davon ausgehen, aber es ist fraglich. Auch der Burgundenuntergang passt nicht so ganz rein in das ganze Konstrukt. Das heißt, wir fragen uns ein bisschen, wie kommt denn der Dichter jetzt dazu, uns diese Lüge aufzutischen, dass diese Leute alle beisammen gewesen sind. So, andere Sachen, die wir nicht mit historischen Datierungen versehen können, die aber trotzdem Teil des Sagenkreises sind, des Sagenstoffes, sind Siegfried und Brünhild. Deshalb habe ich einfach mal nur so Bestandteile der ganzen Sage damit aufgeführt. Das heißt, wir haben den Hortgewinn, den Drachenkampf, Siegfried der Drachentöter ist vielleicht ein Begriff. Und er ist natürlich der König von Nibelungenland. Fantastisch. Brünhild, die natürlich je nach Ausformung, auch je nach Kulturkreis, weil wir haben ja schon gesehen, dass der Stoff, der verarbeitet wird, immer in einem Austausch mit dem Kollektiv oder der Gemeinschaft beziehungsweise der Kultur dementsprechend auch steht, ist Brünhild im Nibelungenlied zwar eine irgendwie kämpferische Königin, wird aber vor allem in der nordischen Sage als eine Walküre, also auch fast ein religiöser Kontext schon, dargestellt. Und entscheidend ist, dass wir für diese beiden Figuren kein gesichertes historisches Komplementär haben. Siegfried wird oft angenommen, es ist vielleicht Sigibert von den Merowingern oder es ist vielleicht auch Arminius und. Aber dazu haben wir nichts Gesichertes, keinen Fakt. Und nun kommen wir einmal zu der Frage, wie möchte das Nibelungenlied eigentlich, was sind Ansätze, wie das Nibelungenlied uns verkaufen möchte, dass es doch Wahrheit ist. Und das ist einmal, die Leute, die das Nibelungenlied kennen, wird es vielleicht auffallen, das ist die Prolog-Strophe und auch gleichzeitig meine Lieblingsstrophe. Ich weiß nicht, ich würde sie eigentlich gerne vorlesen, sie mag es. Also, uns ist in alten Mähren Wunders viel gesät, von Heldelobbebären, von großer Arbeit, von Freuden, Hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von Kürner Reckenstrieten, mugget ihr nur Wunder hören sagen. Das Schöne daran ist, über die Prologstrophe wird immer sehr, sehr viel geredet. Sie sehen auch schon unten in der Anmerkung, dass es sich um die C1-Strophe handelt, das heißt, in der B-Handschrift, die häufig in der Universität verwendet wird, existiert sie eigentlich nicht, wird trotzdem hinzugefügt. Weil erstens ist sie toll und zweitens ist es einfach, es wird angenommen, dass sie Teil davon ist. Nun können wir einmal schauen, wie sich der Dichter irgendwie versucht, hier Wahrheit zu erschleichen, wenn man so möchte. Das heißt, er macht erstmal das Kollektiv auf, uns. Wir sind alle. Er bezieht sich damit ein, er bezieht aber auch alle seine Hörer, alle seine Leser damit ein. Das Kollektiv ist alles, ist uns. Die alten Mähren sind insofern wichtig, als dass sie der Beweis sind, sie sind die Referenz. Wenn wir Fakten wahrnehmen als etwas, was referenzierbar, also durch Fakten belegbar sein muss, sind die alten Mähren die Fakten des Dichters. Weil es ist ja schon ewig bekannt, dass in den alten Geschichten
in irgendeiner Form erzählt wird, dass das alles passiert ist. Auf der anderen Seite nimmt er sich aber auch selber heraus, indem er ist viel gesellt sagt und nicht sagt, ich sage viel. Das heißt, er behauptet nicht selber etwas, sondern er nimmt es passivisch. Es ist quasi allen bekannt. Es ist allgemeingültig, wenn man so will. Und wenn man diese erste Zeile betrachtet, muss man sich auch die letzte Zeile betrachten. Ihr, das heißt, er trennt das Kollektiv wieder auf, weil er ist ja bereits wissend, aber er muss quasi alle hier auch im Raum in irgendeiner Form mit seiner Weisheit belohnen. Und die Wunder sind dann der Inhalt und hören sagen heißt, hört doch mal bitte alle zu, damit ihr auch von diesem Wissen an Fakten, was ich euch bereitstellen kann, was eigentlich jeder weiß, aber ihr offensichtlich noch nicht, was ich euch bereitstellen kann. Eine zweite Strophe, die werde ich diesmal mal nicht vorlesen, ist etwas später, das ist in der Aventüre 25, glaube ich, von 39, ist es sehr, sehr ähnlich. Das heißt, der Dichter, der sich selbst als Teil des Kollektivs begreift, aber auch herausnehmen kann, hat etwas vernommen. Das heißt, es wird über diesen Stoff, den er erzählt, in dem Fall von Gunther und seinen Männern, die er mit zum Hunhof nehmen will, er hat davon gehört. Und mündliche Weitergabe ist in irgendeiner Form auch ein Beweis, weil Leute, die über etwas reden, sind Beleg. Sie sind referenzierbar. Sie sind Referenzen für den Stoff, der genannt wird. So, ein anderer Punkt, worüber Wahrheit erzeugt werden kann im Nibelungenlied, ist der intertextuelle Verweis. Das heißt, wir nehmen verschiedene Texte, die nebeneinander stehen, vielleicht auch aus derselben Gattung zum Teil, und lassen sie ineinander irgendwie verwursteln. Das heißt, ich erzähle keine Geschichte über meinen Stoff, den ich erzählen möchte, sondern ich nehme weitere Stoffe darin auf, um zu sagen, okay, da ist ein ganzes Universum, wo ich einen kleinen Fitzel von erzähle. Das heißt, es wird wieder Referenz erzeugt. Ein Beweis, eine Wahrheit wird erzeugt, indem ich sage, da sind viele Geschichten, die ihr alle schon kennt, und diese Geschichte ist ein Teil dieses Universums, wenn man so will. Es ist quasi das große Marvel-Universum des Mittelalters, wenn man so möchte, nur dass es als Beweis gilt. Es ist Teil von Referenz. Wenn man das im Nibelungenlied dann etwas genauer betrachtet, sehen wir, dass die Anknüpfung an mündliche Tradition, vor allem dann in der Verschriftlichung, sich an zwei Stellen nochmal mit anderen Sagenkreisen verbindet. Das ist einmal der Bericht von Hagen, der erzählt, dass Siegfried nicht nur, wie er vorgestellt wird, der höfische König ist und eine wunderbare Kindheit genossen hat, sondern auch Drachentöter. Und er hat viele heroische Taten begangen. Er hat den Nibelungenhort und er hat das Nibelungenland hat er erworben und er hat den Drachen getötet und was auch alles. Die zweite Verbindung ist eine, die wir auch als Sage fassen können. Das ist die Walter-Sage. Und zwar erfahren wir von Hagen an verschiedenen Stellen oder auch von Etzel teilweise, dass Hagen kein Unbekannter am Hundenhof ist. Hagen hat eine Vergangenheit, über die vorher nicht gesprochen wird, die er selbst einbringt und die von anderen eingebracht wird, am Hundenhof. Diese Vergangenheit ist uns unter anderem bekannt durch die Walter-Sage, wo Hagen als Geisel an den Hundenhof zu Attila bzw. Etzel gesandt wird. So, jetzt ist die Frage nach Fiktionalität und das ist ja auch heute ein zentrales Thema. Das ist ungefähr, wenn man so möchte, die Dichotomie, die auch Herr Grabowski aufgemacht hat und die ich hier immer wieder benutzen muss, um meinen eigenen Punkt klarzumachen. Das heißt, Fiktion und Wahrheit stehen einander gegenüber. Fiktionalität und Faktizität sind Gegensätze. Fiktion ist nicht referenzierbar, man kann sie nicht wirklich beweisen. Sie ist da, aber nicht referenzierbar. Sie entzieht sich einer Wirklichkeit, vor allem wenn wir an literarische Fiktion denken, wenn wir an Märchen denken zum Beispiel. Und ist häufig Teil dieser Literatur. Das heißt, es wird aus heutiger Sicht, aus moderner Sicht wird angenommen, Fiktion ist Teil von Literatur, weil es etwas Erdachtes ist. Wahrheit hingegen ist etwas, was referenzierbar, beweisbar ist, häufig auch wissenschaftlich ist und dementsprechend auch Teil von Geschichtsschreibung, wenn wir uns in unserem Bereich hier bewegen. Geschichtsschreibung, chronikale Schriften, das ist alles beweisbar, referenzierbar und zeugt von Wahrheit und Faktizität. Aber das Ergebnis ist eine moderne Dichotomie. Die Frage ist nämlich, lässt sich dieser Gegensatz, den wir für die Moderne definitiv annehmen können, den wir auch beweisen können, wenn man so möchte, man kann da Referenzen zu anführen, ist es etwas, was wir auf das Mittelalter übertragen können, was wir auf mittelalterliche Literatur übertragen können? Und das Ergebnis ist, wenn wir das so machen, haben wir einen Anachronismus. Das heißt, wir haben etwas, was wir aus der Moderne versuchen zu nehmen und auf eine andere Zeit zu übertragen, die aber nicht genauso funktioniert wie unsere moderne Zeit. Das Ergebnis, offensichtlich ein Anachronismus. Und das Wortpaar Fiktion und
Wahrheit, Faktizität und Fiktionalität funktioniert für das Mittelalter anders als für die Moderne. Und zwar, die Fiktion, und das ist ein Prinzip, das ich mir von Jan-Dirk Müller und Sonja Glauch abgeschaut habe, man kann Fiktion teilen. Das heißt, es gibt funktionale Fiktion und autonome Fiktion. Autonome Fiktion könnte man ganz grob zusammenfassen als das, was wir heute als Fiktion noch verstehen. Die Fiktion selbst ist etwas gänzlich Erdachtes, etwas, was nicht beweisbar ist und etwas, was ja, kein Teil von Wahrheit ist. Funktionale Fiktion hingegen ist etwas anders. Was ist funktionale Fiktion? Funktionale Fiktion im Mittelalter ist erstmal auch Teil des Erzählens. Das heißt, sie ist nicht per se etwas, was man verteufeln muss, was schlecht ist, was nicht da sein sollte, was Lüge ist. Das ist es nicht. Es ist Teil von gutem Erzählen. Weil Erzählstränge werden da verbunden, wo etwas nicht einfach verstehbar ist. Es ist das Ungewisse, es ist etwas Fernes, was ich vielleicht mit meinem derzeitigen Horizont nicht verstehen kann. Da kommt die Fiktion ins Spiel, die funktionale Fiktion. Das heißt, es wird ein Bindungsglied vielleicht geschaffen, um meinen Rezipienten, vielleicht auch mir selber, zu erklären, was geht da eigentlich vor. Wenn wir dann auf die Entstehung eines Helden-Epos zurückschauen, ich habe einen historischen Stoff, den ich vielleicht hunderte Jahre später nicht mehr richtig verstehe und versuche mit meinen eigenen kulturellen Mitteln zu bearbeiten. Und wir sehen, es gibt drei Formen des Ungewissen oder des Fernen, des vielleicht auch nicht richtig Erklärbaren, wenn man so will. Das ist einmal existenziell, das sind vor allem religiöse Fragen. Kann ich mir vorstellen, wie es nach dem Leben aussieht? Heute immer noch eine Frage, aber das sind auch Fragen, die sich im Mittelalter gestellt wurden. Das heißt, es geht vor allem um religiöse Dinge, wo wir uns ein Leben nach dem Tod vielleicht vorstellen, wo wir uns aber auch Dinge in der Welt selbst erklären durch Götter oder Heilsgeschichten oder Ähnliches. Zeitlich ist das, was ich gerade schon angesprochen habe. Wenn wir in die Völkerwanderung, ich setze mal in Anführungszeichen, schauen und in die Verschriftlichung des Nibelungenlieds, haben wir da zwischen 700 und 800 Jahre zwischen, je nachdem, welche Handschrift man nimmt. Es ist zeitlich sehr fern, man darf das sagen. Auch räumlich ist immer die Frage, das Nibelungenlied hat einen Verbreitungsgrad, was vor allem im deutschsprachigen Raum sehr groß ist, aber der Sagenstoff an sich zeugt natürlich von einer noch größeren Verbreitung, wenn wir in die Richtung schauen nach Skandinavien, also wenn wir uns die Tidrex-Saga aus Schweden uns anschauen oder die Snorri oder auch die Lieder-Edda aus Island, sehen wir, dass der Verbreitungsgrad sehr, sehr hoch ist des eigentlichen Stoffes. Das heißt, auch eine räumliche Erklärung ist immer etwas, was fern sein kann, was ich mir nicht mehr erklären kann. Und jetzt nehme ich auch ein Zitat dazu, was ich gefunden habe von Thomas von Aquin. Dichtung ist die niedrigste Form der Wissensvermittlung. Und da haben wir wieder die Frage nach Fakten und Fiktion. Wenn ich Wissen vermitteln will, möchte ich Wissen als etwas begreifen, was Fakt ist. Und wenn wir die Dichtung als niedrigste wissensvermittelnde Instanz benutzen, möchte die Dichtung auch Fakten vermitteln. Das heißt, Wahrheit ist etwas, was wir auch leider in dem Kontext wieder in Anführungszeichen setzen müssen. Literatur benutzt Wahrheit, biegt sie und versucht tieferliegende Prinzipien oder auch die Welt, die ich nicht mehr verstehe oder die Kultur, die ich nicht verstehe, zu erklären, indem sie Einzelteile biegt, indem sie Kontexte auseinandernimmt, im Nibelungenlied zum Beispiel einen zeitlichen Kontext auseinandernimmt. Wir werden später im Motivvergleich auch sehen, dass sich diese Sachen auf ganz banale Weise ausformen können. So, das heißt, wir müssen einen Sichtwechsel vollziehen, wenn wir uns funktionale Fiktionalität anschauen. Es kann wahr sein, was für wahr gehalten wird. Das heißt, es geht nicht darum, was ist wirklich wahr, was ist referenzierbar, sondern es geht darum, wo Wahrheit zu Wahrheit wird. Wird es Teil von Kultur, wird es Teil von kulturellem Verständnis. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ein Ablassbrief mir wirklich das Heil verspricht und es wirklich funktioniert, solange ich daran glaube, ist es Teil von Wahrheit. So, obwohl vielleicht dir das Prinzip dahinter, dass ein Ablassbrief einem nicht das Leben nach dem Tod erleichtert, aus unserer Perspektive reine Fiktion sein muss und die Erklärung schon für uns nicht mehr verständlich ist, ist es trotzdem für das Alltagsleben des Rezipienten eine absolute Realität und eine vollkommene Wahrheit. Und historisches Wissen funktioniert ganz ähnlich. Das heißt, in Literatur wird historisches Wissen, beziehungsweise in der Heldenepik wird historisches Wissen benutzt, es wird umgeformt und es wird zu einer Alltags- und Lebenswelt. Das heißt, die Grenze, die Fiktionalität hier aufmacht, ist erstmal nur das, was vorstellbar ist. Und vorstellbar ist kein romantisierender Begriff für irgendetwas Fantastisches, irgendwas, was außerhalb aller Sphären liegt, sondern vorstellbar soll heißen, all das, was in meiner Realität Sinn ergibt. Es geht nicht um
Ich weiß es nicht. Ein Beispiel hätte ich, aber das kommt später. Das ist so ähnlich, wie Sie Ihren Witz angekündigt haben, Herr Grabowski. Werde ich mein Beispiel gleich einmal vorankündigen. Genau. Hier habe ich noch einmal den Vorschlag von Jan-Dirk Müller und Sonja Glauch aufgeführt. Und zwar schlagen die beiden vor, dass man Fiktionalität in Schichten einteilt. Das heißt, etwas ist umso fiktionaler, je weiter es vom Vorstellbaren ist. Ist es gänzlich unvorstellbar, und damit habe ich meinen Witz vorausgenommen, wie zum Beispiel, Sonja Glauch führt an, dass das Beispiel autonom davonfliegender Penisse und Vulven, die ihren Besitzer einfach nicht mehr haben wollen, weil der Besitzer halt ein schlimmer Mensch ist oder sich irgendwie unehrenhaft verhalten hat, ist wahrscheinlich auch für den mittelalterlichen Rezipienten so fernab vom Vorstellbaren, so fernab von Wahrheit, weil er wahrscheinlich sein eigenes Geschlechtsorgan nie hat wegfliegen sehen oder auch noch nie hat sehen können, dass es Anstalten macht, sich gegen irgendetwas zu wehren, ein eigenes Bewusstsein hat, dass das als etwas Unvorstellbares gesehen werden muss. Also eine so tiefe Schicht an Fiktionalität enthält, dass sie extrem fern von Wahrheit ist. Das heißt, je mehr Schichten an Fiktionalität da sind, desto weiter ist etwas von der Wahrheit entfernt. Aber nie komplett unwahr. Das ist vielleicht die andere Sache. Deshalb können auch Drachen eine vollkommene Realität sein. Wenn ich da seit Ewigkeiten von höre, wenn es Teil meiner Lebenswelt ist, dass ich denke, ich gehe jetzt in irgendein verlassenes Gebirge und könnte einen Drachen treffen, weil das wird mir ewig in meiner Lebenswelt erzählt, dann sind sie Teil von Realität. So, das wäre einmal die Fiktionalität. Genau, so. Das heißt, ich versuche mich jetzt auch für den nächsten Teil kurz zu halten, weil den habe ich aus Stuttgart mitgebracht und fand ihn eigentlich gut, um hier noch mit vorzustellen. Die Frage ist, wenn der äußere Rahmen, der Rahmen der Welt, die Fiktion ist, das des Vorstellbaren und des Unvorstellbaren, in verschiedenen Graden abstufbar, dann ist die Frage, was ist der innere Rahmen? Was konstituiert das, was im äußeren Rahmen geschieht? Und meine These ist, dass es die Helden sind. Helden erfüllen eine gesellschaftliche Funktion. Die Frage ist, was für eine gesellschaftliche Funktion? Jürgen Habermas fragt sich als erstes, von wem könnte er, der Held, gebraucht werden und weshalb? Warum brauchen wir Helden und wer braucht Helden? Wer, habe ich einmal vorweggenommen, die Gesellschaft, die Gemeinschaft. Sie braucht Helden. Warum braucht sie Helden, ist die nächste Frage, die Habermas stellt. Und wir kommen zu dem, ja, das heißt, wir kommen zu dem, Entschluss, aber man kommt dazu, dass in der Gemeinschaft ein Wertesystem aufgebaut wird. Das Wertesystem orientiert sich an Normen, die allgemein anerkannt werden von der Gemeinschaft. Der Held kann, sollte das Maximum an dieser Wertnorm darstellen. Das heißt, er ist die obere Grenze, wenn man so möchte, innerhalb der Gemeinschaft. Es ermöglicht dem Einzelnen der Gemeinschaft, sich innerhalb seiner eigenen Gruppe zu verorten. Goelz führt dazu an, dass das Imaginary Field of the Heroic dazu entscheidend ist und möchte damit das Konzept von Bourdieu erweitern, indem er ein weiteres, wenn man so möchte, Kapital hinzufügt, und zwar das des Heroischen. Wie verhalte ich mich in einer Gesellschaft, wenn ich mich maximal wertekonform verhalten will, wenn ich die Werte, die meine Gemeinschaft vorlebt, auf die Spitze treiben will? Muss ich das erreichen? Werde ich das erreichen? Wo stehe ich? Der Einzelne wird in die Lage versetzt, sich selbst zu verorten. Was ist aber Voraussetzung dafür, dass diese Wertenorm einheitlich wird oder möglichst einheitlich wird, in irgendeiner Form verbreitet wird? Es ist eine narrative Verbreitung. Das heißt, es muss in irgendeiner Form verbreitet werden, dass diese Werte existieren. Es ist gut, jemanden am Leben zu lassen, statt ihn zu töten. Es ist schlecht, irgendwem etwas zu klauen. Das sind erstmal zum Beispiel christliche Werte, die sehr einfach verbreitet wurden durch die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht deines Freundes Weib begehren, irgendwie sowas. Genau, das sind Normwerte, die entfaltet werden, indem darüber geredet wird. Und der Held kann das auch, indem über ihn geredet wird. Aber dazu muss auch der Held erstmal Teil des Gesprächs sein. Heißt aber auch, wenn der Held erschaffen wird, egal ob fiktional oder faktisch, ob es eine Person ist, die ich zum Helden mache, wie jetzt zum Beispiel von der Klimabewegung Greta Thunberg, wie, Sie haben über 9-11 gesprochen, die Feuerwehrmänner bei 9-11 wurden als Helden tituliert. Held ist, wer zum Held gemacht wird, könnte man sagen. Das heißt, es können faktische Personen sein, es können aber auch fiktive Figuren sein, die einfach nur die Werte tragen. Das heißt aber auch, dass sie in einem stetigen kulturabhängigen und zeitabhängigen Austausch stehen. Die Kultur gibt vor, was Held ist und was nicht Held ist. Die Zeit gibt vor, was Held ist und was nicht Held ist. Das heißt, heute
kann jemand ein Held sein und in einem Jahr schon nicht mehr. Das heißt, wir können jetzt zu dem Fazit einmal kommen, was Herfried Münkler auch schon einmal gestellt hat. Über Helden muss gesprochen werden, sonst funktionieren Helden nicht. Und ich würde gerne einmal in die Runde werfen. Wir haben einen Helden, wir haben Siegfried, den unglaublichen Drachentöter. Wir haben viele andere mächtige Recken im Nibelungenlied. Wurde über die Leute gesprochen? Und das würde ich gerne einmal kurz in die Runde werfen. Haben Sie Beispiele dafür, wie auch vielleicht durch verschiedene Medien über unsere Helden des Nibelungenlieds gesprochen wurde? Yoshi, komm schon, du willst es doch. Ich bin kein Experte, was das Thema angeht, tatsächlich, aber danke auf jeden Fall schon mal für die ersten Vorstellungen. So. Also, ich weiß, dass das Thema tatsächlich immer wieder versteckt wird, tatsächlich auch als ästhetischerweise oder in heutiger Zeit auftaucht. Tatsächlich. Es geht nicht nur um die Moderne, es geht um zeitgenössische Betrachtung. Wie könnte im Mittelalter ausgesehen haben, dass wir über etwas Kultur, zeitabhängig, aber auch übergreifend und auch durch verschiedene Medien geredet wurde? Ein kleines Beispiel oder ein kleiner Hinweis. Es ist angeworfen. Wie wird über Helden geredet? Es ist auf der Folie. Zum Beispiel. Aber wenn wir zurückgehen, haben wir auch andere Beispiele. Das hier ist ein Sigurd-Kreuz von der Isle of Man. Das heißt, Kreuze wurden mit Teilen von Sagen auch ausgestattet. Wir haben einmal die Bardo-Urkunde, das ist eine stinknormale Urkunde, wo es eigentlich darum geht, wie, ich glaube Schlossbronn, wie zumindest das Gebiet einer Kirche abgesteckt wird. Aber eine Grenze ist natürlich die Lectulus Brünhilde, also das Bett der Brünhilde. Das heißt, selbst in stinknormale Urkunden hat es Brünhild als Sagen Gestalt hineingeschafft. Auf der anderen Seite sehen wir eine Illustration, ist natürlich auch immer beliebt, Illustrationen zu verwenden, aus dem Hundeshagischen Kodex. Was haben wir noch? Ich habe noch mehr reingewonnen. Und zwar eine, die mir ganz, ganz am Herzen liegt, sehr doll. Und ich glaube, ich habe die viel zu früh reingepackt. Genau, da haben wir sie. Das ist die Ramsund-Ritzung. Das ist ein Runenstein. Und hier unten dieses lustige kleine Männchen ist genau derselbe Sigurd bzw. Siegfried, der Drachentöter, der gerade seinen unglaublich langen Drachen, was von der Prolog-Strophe verdeckt wird, aufspießt. Das heißt, Medialität ist nicht das Problem im Mittelalter. Wir haben verschiedene Medien, die benutzt werden können. Wir haben verschiedene Kulturkreise. Also wir haben gesehen, die Ramsund-Ritzungen sind aus Schweden. Isle of Man ist bei den britischen Inseln. Wir haben die verschiedenen Handschriften und Urkunden, die aus verschiedenen deutschsprachigen Bereichen kommen. Und das hier ist der Codex Regius, also eine Edda, eine der beiden Edden, die wir haben. Liegt zurzeit, glaube ich, in Dänemark, kommt ursprünglich aus Island. Das heißt, wir haben auch geografisch eine riesige Verbreitung. Über Helden muss gesprochen werden und über Helden wurde gesprochen. Auf ganz verschiedene Weisen. Aber um die Frage des Rahmens einmal weiterzustellen, wie konstituiert sich nun der innere Rahmen? Wenn wir den Äußeren gesagt haben als das des Vorstellbaren, das, was in die Alltagswelt integriert werden kann, ohne Probleme zu erzeugen, ist der Held das, was den inneren Rahmen konstituiert. Sprich, er gibt vor, wie weit die Figur in der Literatur, in dieser Welt gehen kann, welche Wertegrenzen ihm aufgezeigt werden und wie die Gemeinschaft sein Verhalten einzuordnen hat. Das ist der Held. Um dann zum fast letzten Punkt zu kommen, einmal der Vergleich verschiedener Motive. Und ich habe mir dazu einmal das Nibelungenlied selbst, also mein Liebling, angeschaut, habe das mit der Snorra-Edda, also einer der beiden Edden, die auf Island angefertigt wurden, und der Lieder-Edda. So. Und der Walter-Sage verglichen. Das bietet sich an, weil in allen Teilen kommen eben jene Figuren vor. Einmal Attila, beziehungsweise Atli, beziehungsweise Etzel. Alles dieselbe Person, etwas anderer Name. Wir haben König Gunther, beziehungsweise im Nordischen Gunnar. Was fällt auf? Es fällt auf, dass die deutschsprachigen Beispiele, also die Walter-Sage und das Nibelungenlied, ein positives Bild von Attila erzeugen. Das heißt, Attila wird nicht als der bösartige Hundenkönig gezeichnet, sondern die Figur des Attila ist unschuldig am Massaker, ist eher jemand, der daneben steht. Er hat ein fürsorgliches Bild, er kümmert sich um Dinge, er versucht Kriemhilds Wünsche zu erfüllen im Nibelungenlied, er versucht ihre Verwandten hier zu ihm zu holen und ein Fest zu veranstalten.
In der Waltersage zeigt sich Attila als Vaterfigur, möchte man schon fast sagen, als Vaterersatz. Natürlich nimmt er Walter und Hagen und auch Gunhild als Geiseln. Aber trotzdem nimmt er sie liebevoll am Hof auf. Er integriert sie. Zum Thema Integration. Lassen wir. Integration wird zu viel. Jedenfalls, es sind nette Bilder von Attila. Es sind keine negativ konnotierten Bilder. Und genau das Gegenteil ist in den Edden der Fall. Das heißt, Attila ist hier der Goldgierige. Er ist auch für den Tod der Burgunden zuständig. Das heißt, er tötet Gunnar bzw. Gunther und Höckni bzw. Hagen, weil er Lust auf den Schatz hat, weil er den Nibelungenschatz haben will. Und nicht Kriemhild, wie im Nibelungenlied, ist dafür verantwortlich, dass die Burgunden sterben. Spannend ist auch König Gunther. Wenn man sich anschaut, wie Gunther bzw. Gunnar dargestellt wird, zeigen die nordischen Beispiele, dass er sich erstens zwingend an seine Eide halten muss. Das heißt, er kann Siegfried bzw. Sigurd nicht töten, ohne den Eid zu brechen. Deshalb stiftet er seinen jüngeren Bruder Gotthorm an. Er muss Eide halten. Das ist für König Gunther des Nibelungenlieds offensichtlich nicht das große Problem, sich nicht an Eide zu halten. Er ist das klassische Motiv eines schwachen Königs. Er ist weder in der Lage, eigenständig in irgendeiner Form etwas zu tun. Er kann nicht mal seine eigene Braut werben. Er ist davon abhängig, wie andere ihm helfen beim Mord. Und seine eigene Hochzeitsnacht kann er eigentlich auch nicht wirklich vollbringen. Ähnlich gestaltet sich das bei Walter aus. Er ist nicht in der Lage, ohne Hagen Walter zu besiegen. Er ist seit Beginn der Walter-Sage defizient, indem er nicht als Geisel ausgesandt werden kann, weil er es halt nicht kann. Hagen muss für ihn in die Bresche springen, wenn man so möchte, inklusive mit Gold natürlich, um das aufzuwiegen. Aber wir sehen wieder, es sind unterschiedliche Motive, die transportiert werden, die sich an unterschiedliche Werte halten. Das heißt, eine Wertung über eine Person, Attila, Atli, aber auch der Wert, Eide zu halten oder auch das Motiv eines schwachen Königs, sind Dinge, die in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich verhandelt werden. Um nicht nur auf Männer zu sprechen zu kommen, sondern auch ein wenig auf die Frauen, haben wir natürlich auch noch Brünnhild und Kriemhild dabei. Und natürlich ist Brünnhild ein sehr interessantes Konzept, weil sie gleichzeitig im Nibelungenlied, aber auch in Teilen der Edden, in verschiedenen Liedern, als Schwester Atlis, als kämpfende Königin, aber auch als Walküre, also etwas aus einem religiös-mythologischen Bereich, dargestellt wird. Was aber entscheidend ist, im Nibelungenlied verliert Brünnhild irgendwie ihre Bedeutung. Nachdem Siegfried tot ist, ist sie quasi nicht mehr vorhanden. Wohingegen die einzige Lösung der Edden ist, Brünnhild aus dem Spiel zu nehmen, dass sie sich selbst töten muss. Selbstmord für eine Frau, die sich die Schande über sich gebracht hat, ist offensichtlich nicht nur ein Thema, sondern eine schon fast zwingende Konsequenz. Das sehen wir, wenn wir dann nochmal auf Kriemhild bzw. Gudrun schauen. Im Nibelungenlied rächt sie Siegfried, also ihren Ehemann. Es ist eine Rache aus Liebe, wenn man so möchte. Es vermittelt auch ein gewisses Konzept, was über der eigenen Verbindung zur Familie steht. Das heißt, da sehen wir auch den großen Unterschied. In den nordischen Beispielen, also in den beiden Edden, rächt sie nicht ihrem Ehemann, sondern sie rächt ihre Brüder an ihrem eigenen Ehemann, wohlgemerkt. Das heißt, Familienbande gehen über hochzeitliche Bande, was der große Unterschied bei Kriemhild ist. Und natürlich ist auch wieder eine Option, sich umzubringen, falls man Fehler gemacht hat und Schande über sich selbst gebracht hat. Fantastisch. So, ein Exkurs, den ich sehr kurz halten will, weil ich glaube, ich schon weit über der Zeit bin. Ein anderes Beispiel für Literatur, wenn man es so will, die etwas anders angegangen wird und auch schon seit Jahren anders verhandelt wird, ist die Hagiographie, das heißt Heiligenschriften. Wie werden sie analysiert? Ich habe mir eine Analyse der Vita Columbani von Rohr rausgesucht und habe versucht, den Analyseweg möglichst weit aufzustaffeln. Das heißt aber, wir müssen hier eigentlich nur auf das Ergebnis kommen. Erstens dreiteilt Rohr die Vita Columbani in einen Teil der Wunderberichte, einen Teil, der historiografisch ist und einen Teil, der hagiographisch ist. Und je nachdem müssen aber nicht die Erkenntniswerte für Rohr rausfallen, sondern es gibt Teile einer subjektiven Wahrheit und einer objektiven Wahrheit. Objektive Wahrheit wäre das, was wir als Fakten begreifen können. Subjektive Wahrheit ist das, was wahrgenommen werden kann, was vielleicht auch vor allem Wahrheit war. Und nun ist die letzte Frage, die ich in Stuttgart einmal gestellt habe: Wie viel Geschichte steckt in unseren Geschichten? Und in Anlehnung an das heutige Thema
Ist alles davon fake, weil es Fiktion ist? Weil es nicht passt? Sind es alternative Fakten, wie vielleicht auch Herr Trump sagen würde? Oder haben wir eine historische Ressource vor uns, die wir eventuell anders betrachten müssen und einen anderen Wahrheits- und Fiktionsbegriff anwenden müssten? Hier sind einmal die drei Säulen, auf denen ich das hier aufgebaut haben möchte oder wollte oder es versucht habe. Und damit bedanke ich mich auch und würde in die Diskussion einsteigen. Wenn zu erschlagen ist, gerne. Also wir haben eine Frage über YouTube, aber ich habe gerade noch mal genau nachgefragt, weil ich die Frage nicht verstehe, aber vielleicht verstehst du die ja direkt. Erstmal hast du viele Komplimente bekommen für deinen Vortrag, dass er sehr spannend war, und ob es Bezüge zu mittelalterlichen Gesangen gibt. Das war die Nachfrage. Ich habe jetzt gefragt, Bezüge wozu genau? Das wäre jetzt auch die Frage, wo der Bezug hingeht. Also Bezug ist natürlich ein weiter Begriff. Okay, sie schreibt, hat sich schon erledigt. Okay, alles klar. Dann vielleicht ist das ja was Gutes. Vielleicht hat der Vortrag ist ja dann zu Ende gebracht. Bitte, wer nicht zu erschlagen ist. Joshi. Ja, also erstmal danke auch für deinen Vortrag und auch für den Begriff funktionale Fiktion, den du eingebracht hast, weil der macht jetzt, also er tut mir auch ganz gut für mein Thema, was ich gestern hatte, halt mit meinem Bruno, der das Buch vom Sachsenkrieg geschrieben hat, ne? Weil man tut sich immer so ein bisschen schwer damit, ja, er schreibt jetzt über eine historische Figur, aber er arbeitet so viel mit Gerüchten oder sowas, ne? Ja, warum macht er das und ist das überhaupt erlaubt, ne? Und wenn du dann mit deiner funktionalen Fiktion halt dazukommst, dass es halt dazu dient, halt die Umwelt verständlich zu machen mit den Informationen, die man hat, und dass man halt so quasi, ja, diese Welt dann auch für sich verständlich machen will, dann ist da, ja, entfällt so ein bisschen die Wertung, die wir mit dem Begriff Fake News haben, weil Fake News immer, beziehungsweise wo wir auch bisher immer noch drüber diskutieren, ja, ob das erlaubt oder ob das was Schlechtes ist tatsächlich. Und in deinem Fall würde es ja auch bei dem deinem Nibelungenlied halt klar gemacht hast, dass es halt, ja, eine Wertung jetzt nicht unbedingt für uns Historiker interessant ist, dann eher die Frage ist, ja, warum haben die das überhaupt gemacht oder warum haben die sich auf Fiktionen berufen? Und das, ich glaube, ein wichtiger Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, ist auch wir als Historiker. Ich habe ja auch dann eingeleitet, also nicht nur Germanist, sondern auch Historiker. Und ich glaube, es ist wichtig, hier zu erkennen, dass auch Literatur Teil von Geschichte ist und Teil von Kultur ist. Und dass Literatur durchaus Multifiktion benutzt und sei es nur in geringem oder in starkem Ausmaß. Trotzdem, vor allem der Vergleich, den ich hier auch versuche, aber auch zu machen, den kulturellen Vergleich. Das heißt, wir haben denselben Stoff, der irgendwie anders verarbeitet wird, der auch mit Fiktion anders verbunden wird. Das zeigt uns trotzdem kulturelle Unterschiede zum Beispiel, Unterschiede in Wertenormen. Und das kann auch der Historiker benutzen, wenn wir in Sozialgeschichte zum Beispiel anschauen. Es ist sehr, sehr interessant, weil wir haben keine Biografien oder irgendwas in dem Sinne, dass festgehalten wurde, oh, das war heute aber ein schlechter Tag, weil ich habe gegen diese Regel verstoßen oder sowas. Das ist schwer festzuhalten. Literatur kann das. Literatur kann Normen festhalten. Und deshalb ist Sozialgeschichte vor allem sehr, sehr interessant festzuhalten. Ja, ich habe noch eine Überlegung, die auch eventuell in deinem Vortrag öfter gekommen ist, tatsächlich so die Analogie zu heute tatsächlich so. Gerade beim letzten Punkt, den du aufgemacht hast, dass das halt kulturelle auch tatsächlich Anpassungen gibt. Da denke ich auch immer wieder so an Filme halt, ne, die halt in Deutschland oder in Europa oder in Asien gedreht werden und dann auf dem US-amerikanischen Markt, ne, was macht man dann? Ah ja, andere Kultur, wir passen das für uns an, wir drehen ein Remake, natürlich mit viel mehr Geld und dann, ja, erhält die Erzählung dann auch wieder so einen anderen kulturellen Aspekt halt darin. Es gibt vielleicht kleinere Abweichungen so tatsächlich und das ist halt kein neues Phänomen, wie du gezeigt hast, sondern ein durchaus übliches Phänomen, dass halt Stoffe existieren halt, so Heldensagen oder Heldengeschichten. Und dann hat man halt so sein Umfeld und dann passt man diese Geschichte halt so an, dass man halt für seine Zwecke wieder umändern kann. Das ist halt spannend, dass nicht nur dabei in der Vergangenheit so war, sondern auch heute noch immer wieder passiert. Ich glaube, das ist auch ein toller Vergleich, den du ziehst, also zwischen Filmen, die in irgendeiner Form an das Publikum angepasst werden müssen, und im Mittelalter Sagen oder Literatur, die angepasst werden muss an einen gewissen Kulturkreis. Ein schönes Beispiel, das habe ich, das ist so simpel es ist, so leicht verständlich ist es auch, wo Siegfried, das Nibelungenlied, also aus dem deutschsprachigen Raum, reiten muss zu einem Hof, was für uns alle irgendwie verständlich ist, er reitet zu Hof,
ist das auf Island nicht möglich. Das heißt, die Enten kennen keinen Hof, zu dem er reitet, sondern er reitet ganz selbstverständlich zum Tee. Ne? Und wer Island jetzt auch ein bisschen kennt, heute heißt das Parlament auf Island immer noch Alting, ne? Weil es die Zusammenkunft aller ist in irgendeiner Form. Und deshalb Sigurd, im Gegensatz zu Siegfried, reitet nicht zum Hof, sondern zum Tee. Ganz klar. Ja, das ist eine minimale Anpassung, aber die das Verständnis erhöht. Ne? Die Frage ist natürlich, ist er überhaupt irgendwo hingeritten? Gab es Siegfried, aber das ist eine andere Frage. Ich habe auch eine Frage eigentlich gewartet. Zufrieden soweit. Okay, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich selber schreibe an einem ähnlichen Thema gerade über eine Hausarbeit, fand das deswegen sehr interessant. Vielleicht schreibe ich noch eine Frage per E-Mail. Ja, ich muss gern. Das erstmal alles verdauen. Lieben gern, ich habe so viel dazu gemacht. Sehr gut, also auch wer Fragen noch über YouTube hat, kann die wahrscheinlich auch gerne nochmal per E-Mail stellen. Und wir machen jetzt eine Stunde Pause und sind dann mit dem Vortrag, der jetzt eigentlich kommen würde, von Herrn Sykala, wieder da, aus Münster. Also wir begrüßen euch herzlich zurück nach unserer Mittagspause. Als nächstes haben wir einen Beitrag von Eike Sykala von der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Das Ganze läuft ein bisschen anders technisch jetzt ab. Wir werden Herrn Sykala über Zoom sehen und anschließend werden wir versuchen, das Interview übers Telefon zu führen. Also wir stellen die Fragen übers Telefon und er antwortet via Zoom. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Präsentation. Ja, hallo. Eine sehr ungewohnte Situation für mich, vor einem Publikum zu sprechen, dessen Reaktion ich nicht sehen kann. Aber ich denke, das wird doch gut gelingen heute. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Ich freue mich sehr, heute mein Paper präsentieren zu können. Denn in diesem Paper möchte ich die Möglichkeit wahrnehmen, über eine wunderbare Quelle zu sprechen. Und Sie versuchen mit einem sehr neuen und sehr aktuellen Begriff besser verstehen zu können. Mein Name ist Eike Sykala, ich studiere im Master interdisziplinäre Mittelalterstudien an der Westfälischen Wilhelms-Universität. Genau. Bei der Quelle handelt es sich um den Castans, ein 1521 gedruckte Flugschrift. Und bei dieser dialogisch verfassten Flugschrift unterhalten sich eben ein miauender Mönch und ein bibelfester Bauer. Und daher kommt auch der Titel meines Papers. Eine Schwierigkeit gilt es anzusprechen, bevor ich mit meinem Paper beginne. Und zwar das Sprechen über die unterschiedlichen Lager während der frühen Reformationszeit. Ich habe mich dazu entschlossen, die zeitgenössischen Begriffe schwatzen nur so von Polemik. Heutige Begriffe sind anachronistisch und daher habe ich mich entschlossen, von einem Wittenberger Lager zu sprechen und von einem römischen Lager, denn diese beiden Orte waren für diese beiden Lager, von denen ich heute sprechen werde, von zentraler Bedeutung. Genau. So, kommen wir zum Inhalt meines Papers. Nach dieser kurzen Einführung will ich einen kurzen Blick auf die Reformationsdialoge, also Schrifttum in der Reformation, in Austausch werfen. Das Spannende an diesen Reformationsdialogen ist, dass sie eben nicht nur dialogisch geschrieben sind, sondern sie sich auch im Dialog mit anderen Schriften der Reformationszeit befinden. Dann wollte ich einen Blick auf die Castans werfen, die Quelle meines heutigen Papers, und habe ich mir drei Darstellungen herausgepickt, die, finde ich, für die Diskussion über Fake News zentral sind, deutlich wird. Einerseits die Darstellung der Leipziger Disputation, die Darstellung Thomas Müllers und die Darstellung der Universität. Und am Schluss möchte ich noch einige Überlegungen anbringen, ob es sinnvoll ist, Fake News als einen Analysebegriff zu nutzen oder ob man vielleicht auch lieber von Delegitimierungsstrategie sprechen sollte. So, 1520 war ein unglaublich produktives Jahr für Martin Luther und für die sich langsam entfaltende Reformation insgesamt. Martin Luther hat drei seiner Hauptschriften, seine programmatischen Freiheitsschriften veröffentlicht. Zur Erinnerung, es handelt sich dabei um Von der Freiheit des Christenmenschen, An den christlichen Adel deutscher Nation und Die Captivitate Babylonica Ecclesiae, also von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche. Luthers Schriften waren unglaublich einflussreich.
Und einen Einfluss sieht man schon sehr schön, nämlich an Thomas Murner. Thomas Murner selbst hat auch drei Schriften veröffentlicht im Jahr 1520, darunter von dem Papsttum, dann an den großmächtigsten und durchwüchigsten Adel deutscher Nation. Hier sehen wir das Titelbild. Und eine Übersetzung. Oh nein. Das ist schade. Dann versuche ich was anderes. Dass wir das anders gestalten, weil die Präsentation schon. Also, nur mich sehen ist, glaube ich, nicht ganz so spannend. So, ich glaube, wir müssen das so klären. Ein kurzer Augenblick. So. Das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man gar, also wenig Reaktion bekommt, dann sieht man natürlich auch nicht, was das Publikum sieht. So. So. Basic. So. Ist das jetzt besser zu sehen? Ah, der Chat öffnet sich leider gerade nicht. Technische Störung. Ich warte kurz auf den Rücken. Also sieht man mich immer noch nur. Das ist komisch, obwohl ich eigentlich den Bildschirm freigegeben habe. Könnt ihr vor Ort vielleicht was ändern? Nee. Okay, so geht es jetzt. Nein, warte. Was? Wie gesagt? Es kann sein, Wie wird er nochmal? Wenn ihr den Bildschirm freigegeben habt, ist es ein anderes Fenster, dann musst du von seinem Gesicht weggehen. Das ist nur beim Achten hier. Ich? Ja. Ja, anderes Fenster schreibe ich. Ja, aber das muss ich lassen, das ist hier. Da, ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. Ah. Ja. Ah. Genau. Ja. Hier kannst du kleine Idee. Sehr schön. Ja, dann. Zeige ich, glaube ich, die Folien, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr nicht, also dass Sie und ihr nicht alle Folien gesehen habt. Deswegen nochmal kurz im ganzen Zusammenhang hier mein Inhaltsverzeichnis, das habe ich vor. Kurze Einführung, den Informationsdialog im Austausch, dann eben auf die Customs eingehen, auf die drei Darstellungen von der Leipziger Situation, was nur das unter Universität und dann abschließende Überlegungen, Fake News oder Delegitimierungsstrategien. Wir haben hier nochmal wunderschön. In der zweiten Ausgabe, nicht die erste Ausgabe, von einer christlichen Adel deutscher Nation. Die ist einfach noch mal ein bisschen hübscher, in diesem schönen Adligen. Dann hier der Titelabschnitt Thomas Murners an den großmächtigsten und durchwüchigsten Adel deutscher Nation. Da merkt man natürlich die parodistische Überhöhung, die Thomas Murner hier, hier einfach macht. Genau. Und Thomas Murner hat auch noch eine Übersetzung angefertigt von Martin Luthers De Captivitate, damit eben auch Menschen an der Diskussion teilnehmen können, die eben das Lateinischen nicht so mächtig sind. Und an den großmächtigsten und durchwüchigsten Adel deutscher Nation ist für unsere Betrachtung heute sehr wichtig, denn in dieser Adelsschrift Murners spricht Murner von Bauernklotzen und Hans Karsten. Das heißt, hier wird zum ersten Mal in dem reformatorischen Kontext von Hans Karst oder Karst Hans gesprochen. Und genau, eben diese einfache Landbevölkerung soll sich eben nicht an bestimmten Diskussionen beteiligen, sagt Thomas Murner, was in bestimmten Widerspruch zu seiner Übersetzung von De Captivitate steht. Aber auf jeden Fall hat einer, der die Wittenberger Lager zuzuordnen ist, Anschluss daran genommen, dass Thomas Murner so schlecht von der Landbevölkerung spricht. Denn eine kurze Zeit darauf, also im Dezember 1520, ist die Adelsschrift Murners erschienen
und schon im Januar 1521 erscheint dann der Karlsfass. Genau, und hier sieht man schön die Titelfolie. Doch bevor wir uns genau mit dem Inhalt von Karlsfass beschäftigen, noch einen kurzen Ausblick. Und zwar hat der Karlsfass danach eine sehr interessante publizistische bzw. literarische Karriere hingelegt. Nach dem Karlsfass ist dann noch mehrere anonyme Schriften erschienen, das Gespräch nicht an Neukarlsfass, die göttliche Mühle, auf dessen wunderbaren Holzschnitt, Titelholzschnitt, Karlsfass den römischen Klerus mit seinem Flegel verkauen will, und dann noch ein Dialog Karlsfass-Kegelhans, in dem sich Karlsfass und Kegelhans, auch beides Bauernfiguren, darüber unterhalten, wie es Martin Luther in Wittenberg ergangen ist. Auf der linken Seite sind alles Texte, die dem Wittenberger Lager zuzuordnen sind. Auf der rechten Seite sieht man die wenigen Schriften, die aus dem römischen Lager in dieser Manier entstanden sind. Eigentlich gerade in der frühen Zeit hat sich vor allem Thomas Müller gemacht, darum auch eben mit ähnlichen Methoden wie das Wittenberger Lager gegen die ja, im Geschehen begriffen zu seiende Reformation anzuschreiben. Und ich habe hier Beispiele an den großmächtigen Adel herausgenommen und vom großen lutherischen Land, denn in diesem überlebten Monat die Katzendarstellung, die in hier in Karlsfass ja, angelichtet wird, also hier dargestellt wird, ja, übernimmt er und eignet sich die quasi an. Genau, kommen wir zu Karlsfass. In Karlsfass, wie man auf dem Titelschnitt sieht, treten vier Personen auf. Es gibt noch eine fünfte Person, also wir haben von rechts, von links, haben wir Karlsfass, den man sehr schön erkennt an seiner Kax, also dieser Hake, die er da über die Schulter hat. Links von ihm ist er mit dem jungen Gesicht, ist der Student, sein Sohn. Karlsfass scheint so ein bisschen vermögend gekommen zu sein und kann so seinen Sohn ein Studium in Köln finanzieren. Links davon, katzenköpfig, ist Thomas Murnau dargestellt, also Murnau, wie er das ganze Stück übergenannt wird. Und links von ihm befindet sich Martin Luther in einer sehr ungewohnten Darstellung. Nämlich in dem Habicht eines Gelehrten und weniger, wie man sonst kennt, als Augustiner möchte in dieser frühen Zeit. Tatsächlich so eine ungewohnte Darstellung, dass Thomas Neukirchen, der Herausgeber beispielsweise des Karlsfass, aber auch anderer Schriften Thomas Müllers, in seinem Nachwort sagt, dass es eher Merkur sei, der da dargestellt sei. Merkur, ein heidnischer Gott in einer Reformationsdialog, auch eher ungewohnt, aber Merkur hat eine sehr eigenartige Rolle, denn er kommentiert in der Regel nur auf Latein, was die anderen Leute sagen. Und eigentlich reagiert keiner der Gesprächsteilnehmer auf das, was Merkur sagt, außer der Karlsfass, denn Karlsfass versteht natürlich kein Latein. Und denn Merkur, was auf Latein sagt, versteht Karlsfass was Falsches. So. Kommen wir zu, bevor wir uns die drei Aspekte in Karlsfass genauer anschauen, möchte ich eine kurze biografische Information zu Thomas Murnau geben. Thomas Murnau war Franziskanermönch, Priester, Dichter, Satiriker, Humanist. Er hat beispielsweise die erste komplette Aeneas-Übersetzung ins Deutsche geschaffen. Er war hochmobil, er hatte Studienaufenthalte in Freiburg, Köln, Paris, Rostock, Krakau, Prag und Wien. Darüber hinaus war er länger in Frankfurt am Main anwesend und auch eine Reise nach England ist von ihm bekannt. Und hier bei den beiden Bildern, die ich hier auf die Folie gesetzt habe, sieht man eben diese beiden zwar unterschiedliche Darstellungen. Auf der linken Seite der katzenköpfige Murnau, den ihm seine Gegner ihm gegeben haben, und rechts. Man geht in der Forschung davon aus, dass authentisches, halbwegs authentisches Bild von ihm ist, Thomas Murnau als Kanzler der Gauchmacht, also der Gauchmacht. Also die Gauchmacht ist ein Narrenroman, den Thomas Murnau geschrieben hat. Und in dieser Gauchmacht tritt eben auch ein Kanzler auf. Und Thomas Murnau soll nämlich einen leichten Überbiss gehabt haben, das man sehr schön hier sieht bei dem Schnitt. Und eben, die Kordel, also das sei, dass ihm als Gürtel dient, mit den Knoten drin, weiß nicht, das Franziskaner aus. Und die erste Verwandlung seines Namens fand 1502 schon statt, und zwar im Germanerschreiben Jakob Wünfeling, einem anderen elsässischen Humanisten, der eine Germania geschrieben hat, in der er gesagt hat, dass
dass Straßburg schon immer deutsch war und deutsch bleibt. Und dass die Franziskaner keine Schule haben sollen. Thomas Brunner hat gesagt, naja, das ist eigentlich nicht so wichtig, dass wo Straßburg dazu gehört. Und dass die Franziskaner eben, er selbst ein Franziskaner, doch die Schule führen sollen. Es kam zu einem Streit, der sehr schnell polemisch ausgeartet ist. Und dann eben aus Murna wurde Mur nah gemacht, also der Katzen nah. Mur ist ein altes, mittlerweile nicht mehr so gebräuchliches Wort für Katze. Genau, kommen wir zum Karstanz. Der Karstanz lässt sich in drei Teile teilen oder zählen. Das ist ja ein Dialog. Und im ersten Teil treffen der Student in der Karstanz auf eine Katze, die komisch miaut und sich dann in einen Mönch mit Katzenkopf verwandelt, also den Murna. Murna flüchtet dann, wenn Luther auftritt. Auch eine sehr spannende Idee. Und in der zweiten Szene treffen dann Karstanz, der Student und Martin Luther aufeinander. Martin Luther hat einen sehr kurzen Auftritt, in dem er vor allem sagt, dass ja, man soll seine Texte lesen, die seiner Gegner. Und dann soll man abwägen, wer die besseren Argumente hat. Dann geht er auch wieder. Und weil es gerade Winter ist und nichts zu tun gibt auf dem Feld, soll dann der Student in der letzten Szene den Karstanz aus den Schriften Murnas vorlesen. Und Karstanz schafft es, obwohl er zum Beispiel kein Latein kann, obwohl er nur formale Bildung erhalten hat, frei aus der Bibel zu zitieren, um ja, die Schriften Murnas quasi mit der Bibel zu widerlegen. Ja, nochmal ein kurzer historischer Exkurs, beziehungsweise historische Kontextualisierung. Denn das Erste, was ich mir anschauen will, ist, wie die Leipziger Disputation dargestellt wird in Karstanz. Und die Leipziger Disputation, sie fand vom 27. Juni bis 15. Juli 1519 in Leipzig statt, auf der Pleißenburg. Die Burg, die heute leider nicht mehr so steht, sondern da steht heute das historistische Rathaus der Stadt. Und Johannes Eck hat dort gegen Martin Luther und Andreas Bodenstein, besser bekannt unter Karlstadt, diskutiert. Und ursprünglich sollte es um die Themen Willensfreiheit und Gnaden gehen. Also zwei Sachen, die Luther gerade in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen unglaublich wichtig war. Und bei der er auch das Gefühl hatte, dass das sehr stark missinterpretiert wird in der Kirche seiner Zeit. Allerdings hat es Johannes Eck als geschickter Redner geschafft, Martin Luther ganz stark auf Fragen des Kirchenverständnisses, der Ekklesiologie festzunageln und hat es da sogar geschafft, dass Martin Luther Thesen, die Jan Hus vertreten hat, der als Ketzer auf dem Konstanzer Konzil gut 100 Jahre vorher verbrannt wurde, bestätigt. Und das rückt natürlich Martin Luther selbst in der Nähe dieser Häresie, dass er diese als heretisch angesehener Glaubensrichtung. Und hier sieht man, finde ich, nochmal sehr schön ja, auf diesen historistischen Gemälde, die von Julius Hübner, leider ist das im Zweiten Weltkrieg, vernichtet worden. Genau. Ganz wichtig vorher noch, Luther hat es selbst eingesehen, die beiden Universitäten, die das Gutachten geschrieben haben, haben es gesagt, Johannes Eck galt als Sieger der Leipziger Disputation. Die Disputation war natürlich eine gewisse Form des Zweikampfes, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Und nach allen Maßstäben, nach den Maßstäben der Tradition der Disputation galt Johannes Eck als Sieger der Disputation. Wie gesagt, Martin Luther hatte selbst in einem Brief eingestanden, dass er sich da ein bisschen hat gegen die Wand reden lassen, ein bisschen zu sehr in die Nähe der Hussiten hat rücken lassen. Aber wie wird jetzt die Leipziger Disputation in Karstanz dargestellt? Ganz anders. Der Student sagt nämlich, ja, Vater Dr. Eck, als endlich sagen, hat nicht viel Ehre noch Sieg erjagt an Luther. Also, Johannes Eck hat gegen Martin Luther verloren. Und da hört es aber auch nicht auf. Das ist nicht nur eine kurze kleine Falschmeldung, sondern es geht noch weiter. Auch ist er Sieg krank worden. Also Karstanz, der Vater Gensias, der gehört hat, dass er auch ist er Sieg krank geworden. Also ist er seinetwegen, Luthers wegen krank geworden. Und hätten endlich von Leipzig ihn mit zu einem gebärdeten Meister geschickt. Zu Ärzten, glaubte er, Eckum samt dem inneren Lied zusammen hätten ihm das Herz abdrückt. Das heißt also, Eckum ist ein sehr ungebräuchliches Wort, das gibt es nur im Südwesten, also zum Alemannischen. Übereifer übersetzt es Thomas Neukirchen.
der Übereifer den tiefsten Neid hätten ihm das Herz abgedrückt. Das heißt, der Körper rebelliert quasi gegen die moralische Verfehlung von Johannes Eck. Aber da hört es noch nicht auf. Der Carsten weiß nämlich noch weiter zu erzählen. Auch hat der Bast den Ecken 500 Dukaten für seine Arbeit gegeben. Und wenn der Eck Justus den Luther hätte überwunden, wollte ein Kamal mit den breiten Wirten aus ihm gemacht haben. Der hat zusammen gemacht. Das heißt also, der Papst hat Johannes Eck 500 Dukaten versprochen. Das heißt, Johannes Eck hat nicht etwa aus freien Stücken gegen Luther diskutiert, sondern um Geld dafür zu kriegen. Und nicht nur Geld war ein wichtiges Motiv für ihn, sondern auch karrieristische Motive. Einer der wiederkehrenden Witze ist eben, dass Carsten keine Fremdwörter verstehe, steht deswegen für ihn das Karma, Kardinal, das Gleiche. Also Karma, das ist genau im deutschen Wort für Kamel. Thomas Neukirchen hat das, finde ich, ganz interessant gelöst mit dem Kardinal. Genau, also er hätte auch noch ein Kardinalsgut, sozusagen Kardinalssitz, versprochen bekommen. Hätte Luther ja, besiegt in der Disputation. Das ist natürlich auch ein sehr perfider Vorwurf, denn Johannes Eck ist ja kein Kardinal geworden. Das heißt, er hat Luther nie besiegt in der Disputation. Und so kann eben auch so, also so bestätigt quasi dieser eine Vorwurf bestätigt, also diese falsche Nachricht, dass er einen Kardinalssitz angeboten bekommen hat, bestätigt quasi, dass Luther Johannes Eck besiegt hat in der Disputation. So, kommen wir zur Darstellung von Thomas Murner, oder Thomas Murner, wie er im Stück genannt wird. Und er kündigt sich erstmal an, nicht mit menschlicher Sprache, sondern mit kessischer Sprache. Und er sagt, Murmau, Murmau, Murner, Murmau. Und Carsten und der Schönen wundern sich, was da so Geräusche von sich gibt. Und darauf sagt Murner auch nur wieder, Murmau, 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 Pfiepfi, Aua, Aua. Das heißt also, Murner wird erstmal gar nicht als Mensch dargestellt. Danach verwandelt sich der Mönch, also danach verwandelt er sich, aber er behält den Katzenkopf. Und diese Darstellung als Katze, Katzen waren ja nicht so beliebte Tiere in der frühen Neuzeit, obwohl sie ja nicht so wichtig bei der Schädlingsbekämpfung waren. Und Carstens erzählt ein bisschen darüber, was man so im Dorf über Katzen denkt. Und dann nämlich hat eine Katze lange scharfe Nägel unter den Lindentatten verborgen. Das heißt also, eine Katze hat unter ihren weichen Pfoten scharfe Krallen. Und das weist sie schon als trübliches Tier aus, das heißt als ein hinterhältiges Tier, das nach vorne irgendwie nett tut, aber in Wirklichkeit eigentlich immer nur das Schlechte. Und das geht so weiter. Bloß die Katze, so lockt sie gern Haar, wo sie ist, man selbst Katzenhaar im Menschen bekommt, macht es Schwein und Kotzen. Das heißt, wenn ein Mensch ein Katzenhaar verschluckt, dann ja, muss er sich übergeben. Das verunmöglicht natürlich auch das Zusammenleben von Mensch und Katze eigentlich. Also wenn das so schön würde. Und es geht noch weiter. Buch sagt man, eine Katze besiegt den neuen bösen Wurm. Also die Katze ist einer der neuen bösen Drachen. Die Katze wird hier in die Nähe des Teufels gebracht. Und weiter geht's. Einer man ihnen sieht, er etwas leid tut. So gehen sie hin und leckt ein Kot auf Zerbisu und also mit Vergift und meinen Zungen. In angenommener alten Freundschaft des Striechen und Lecken kehrt sie fließ an den Herren zu vergiften und verderben. Das heißt also, eine Katze, wenn sie beleidigt wurde, dann zerreißt sie eine giftige Kröte und kommt dann, um dieses Gift, das sie so aufgenommen hat, an ihren Herren, der sie beleidigt hat, zu verbreiten. Und dabei täuscht sie eben diese alte Freundschaft an, das ist die alte Zuneigung. Und das ist natürlich ein Ja. Ganz problematisch, wenn Katzen so handeln. Genau, aber Katzen bleiben in der Nähe des Teufels. Und als nämlich Carstens dann sieht, wie sich dieses Wesen verwandelt, sagt der Gacken dürfen Stein zu ihm, dass sie der Henker muss würden, was ungemacht und Stopp von diesen falschen Würden. Das heißt, auch wieder, ne, man soll sie vertreiben, der Henker soll sie würden. Was für ein Unheil entsteht durch diese hinterlistigen Trachen, falschen Würden. Und der Drache ist natürlich ein Tier, das im Mittelalter gerade für vorchristliches oder antichristliches steht. In der Offenbarung des Johannes tritt der Drache auf als ein, ja, als das Symbol des Antichristen, als das Tier des Antichristen.
In der mittelalterlichen Literatur gilt Überwindung des Drachen, zeigt immer an, dass der Ritter ein christlicher Ritter ist. In den heiligen Geschichten des Mittelalters geht es oft darum, dass heilige Drachen überwinden, besiegen oder zähmen. Und immer erscheint eben der Drache als Symbol des Teufels. Und die Nähe des Teufels zum Urnasnähe zum Teufel wird noch deutlicher. Nämlich als dann Carsten versucht, sich zu entschuldigen, ich hab's nicht gewusst, als er die Katze so misshandeln wollte, sagt Urna, ich will nicht lernen, ich will nichts lernen wissen, du sollst nicht mehr den Teufel beleidigt haben. Das heißt also, es ist einfacher, den Teufel zu beleidigen als Urna. Das heißt, Urna ist nachtragender, schlimmer, böser als der Teufel, und das ist natürlich, ja, im christlichen Denken ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Es bleibt aber noch, also es wird noch mehr, denn Mona, die ersten paar Seiten, die er auftritt, zetert und zerrt sehr viel und benimmt sich nicht, wie sich Castans einen frommen geistlichen Herr vorstellt, und so sagt er, ich hoffe, ihr seid ein frommer geistlicher Herr. Und Mona antwortet nur, ich bin der Teufel auf deinem Kopf. Das heißt, ne, ich bin der Teufel auf deinem Kopf. Ja, so benimmt sich natürlich kein geistlicher, also so sollte sich kein geistlicher Herr benehmen. Und ein dritter Punkt, der bei Mona auffällt, ist, dass ja, Katzen sind keine guten Mönche, die dann schon der Katze weist darauf hin, dass eben, ja, Mona selbst eben kein guter Mönch ist. Und dann sagt nämlich der Student, dass Mona durch Freiheiten seines Ordens, also Mona bekommt von seinem Orden Freiheiten, kann dann durchs Land ziehen, wir haben gesehen, Mona war ein mobiler Mann. Kann dann auch Kutter ausziehen und dann Spieß tragen und mit abgeschnittener zweigeteilter Hose, also sehr modisch zu der Zeit, und den Degen kann er aufführen, einen Katzbalg, und er kann verkleidet ins Lupanarium gehen. Also, ja, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich, dass hier eigentlich gegen alle Gebote des monastischen Lebens hier verstoßen werden. Und es wird noch deutlicher, wir haben auch gesehen, dass Murna, ja, hat sich jetzt nicht nur theologisch verliebt gemacht. Ich hatte eben gerade auch in der Einführung vergessen zu erwähnen, dass er zum Beispiel auch Jurist war, aber er hat auch Nackenliteratur geschrieben. Nackenliteratur war ja um 1500 ein sehr beliebtes Sujet, und er hat eben auch 4 Nackenbücher geschrieben. Und ja, diese andere Beschäftigung wird ihm ja auch zum Vorwurf gemacht. Carstens sagt, stimmt wohl, dass Dr. Mona mehr mit der Gauchnacken gefogelt hat, dann in der Heiligen Schrift studiert. Das heißt, auf eine sehr vulgäre Art und Weise weist hier Carstens darauf hin, dass jemand, der Nackenbücher schreibt, kein guter Geistlicher ist. Das ist also kein guter Theologe. Hier nochmal zusammenfassend, die Darstellung des Katze als stündliches Tier, delegitimiert ihn, ging jetzt den Teufel, delegitimiert ihn, und seine persönlichen moralischen Fehlverhalten delegitimiert ihn als Gesprächspartner in der Reformationszeit. So, kurzer Ausblick noch, der Student, da habe ich immer das Gefühl gehabt, wie der Student spricht, handelt, ist ein Kritikpunkt daran, die universitäre Lehre in der Zeit, in der Zeit der Spätscholastik, in der wir uns ja befinden, ist. Und zum Beispiel immer, wenn, anstatt auf die Argumente seines Vaters einzugehen, wie gesagt, im dritten Teil wird Carstens sehr gelehrt und weiß unglaublich viele Bibelstellen auswendig, aber sein Sohn, der Student, der sagt so Sachen, was klapperst, allwegitant. Oder er sagt, wärst du auch zu Köln und Löwen auf den hohen Schulen gewesen. Das heißt, eine Format Bildung ist quasi Voraussetzung, um sich an bestimmten Gesprächen zu beteiligen. Also, ja, und hat dich der Rittbuch gelehrt gemacht, das heißt, hat dich das Fieber gelehrt gemacht, sagt eben auch der Student an einer Stelle, wo Carsten hat sich aus der Bibel zitiert, und das ist natürlich auch ein sehr spannender Umgang. Argumentieren hat der Student offensichtlich nicht an der Universität gelernt, sondern das Runterbeten von Autoritäten. So, kurze Zusammenfassung mit der Darstellung der Leipziger Disputation. Finde ich, sieht man sehr schön eben eine falsche Darstellung, die Übermittlung falscher Ereignisse. An Mona, finde ich, sieht man sehr schön die persönliche Delegitimierung unter dem Studenten, der ja weniger, also der ist ja mehr eine Figur als eine Person. Da sieht man sehr schön, finde ich, eine institutionelle Delegitimierung. Gleichzeitig aber, finde ich,
gehört das alles irgendwie zusammen? Ne, diese Geschichten, dass Urne ins Bordell geht zum Beispiel. Ich würde das mal als Fake News verkaufen, bezeichnen. Aber das liegt natürlich auch der persönlichen Legitimierung. Gleichzeitig aber auch, wenn ein Mönch ins Bordell geht, delegitimiert das die Institution des Klosters und der Orden. Und gleichzeitig eben Urne als Gelehrter delegitimiert eben auch die Universität. Das heißt, diese zwei Delegitimierungsstrategien greifen alle ineinander über. Das heißt, in ihrer Reinform gibt es sie so eigentlich auch nicht. Und das erinnert mich, finde ich, sehr stark daran, wie Fake News in unserer heutigen Zeit benutzt wird. Und noch ein kurzer Punkt, was mich eben auch sehr stark an Fake News-Debatten unserer heutigen Zeit erinnert, ist nämlich die Darstellung Castans. Castans ist argumentativ sowohl in Luna als auch gerade dem Studenten überlegen. Das heißt, ein vermeintlicher einfacher Mensch wird hier gegen Eliten ausgespielt, beziehungsweise gegen vermeintliche Eliten ausgespielt. Und ich finde, das erinnert mich sehr stark an Fake News-Debatten unserer heutigen Zeit. Genau, kommen wir in unsere heutige Zeit wieder. Fake News, was ist das eigentlich? Weil man hat zwar irgendwie diesen signifikanten, den Begriff Fake News, aber ich glaube, was der jetzt bedeuten soll, darüber herrscht noch ein bisschen Uneinheitlichkeit. Denn ich denke, dadurch, dass Fake News sich aus dem Englischen so ins Deutsche übertragen hat, bedeutet, dass man damit mehr ausdrücken will, als dass es sich um bloße Falschmeldungen handelt. Da habe ich mal geschaut bei der Zeit, bei dem Portal zu Fake News, fand ich eine sehr spannende Definition. Nämlich Falschmeldungen oder irrtümlich als Fakt dargestellte Neuigkeiten werden als Fake News bezeichnet. Okay, das macht die Bedeutung der Wörter Fake News, geht das her. Aber weiter geht's. In der Endphase des US-Wahlkampfes 2016 wurden die 20 erfolgreichsten Falschmeldungen öfter geteilt, geliked und kommentiert als die 20 erfolgreichsten Berichte seriöser Medien. Das heißt also, mit Fake News will man anscheinend was erreichen. Sonst man erreicht irgendwas. Man will ins Feld der Politik vorstoßen. Und weiter, in Deutschland war eine vielschichtige Einflussnahme, die hat durch Fake News Russlands auf die Bundestagswahl 2017 zu beobachten. Das heißt also, dass ganz bestimmte Akteure ins Feld der Politik vordrängen wollen mit diesen Fake News. Und schlussendlich fragt die Zeit, was passiert mit einer Gesellschaft, die Fakten nicht mehr akzeptiert? Was, wenn die Wahrheit zwischen Alternativen und echten Tatsachen verloren geht? Das heißt also, Fake News wollen delegitimieren. Fake News haben bestimmte Ziele. Und eins davon ist auf jeden Fall immer, herrschende Wissenskontexte, Wissenssysteme zu delegitimieren. Das heißt, es geht weniger darum, dass Leute glauben, was Fake News sagen, sondern es geht vor allem darum, dass bestehende Wissenssysteme, nenne ich es mal, hochtrabender als ich es gerade meine, wie zum Beispiel Wissenschaft oder Journalismus, dass die eben quasi delegitimiert werden. So, nochmal zusammenfassend, Fake News sind intentionale Falschmeldungen. Einzelne Akteure, die politische Ziele damit verfolgen, und ein Ziel ist auf jeden Fall die Legitimierung bestehender Wissenssysteme. So gesehen könnte Fake News, glaube ich, ein Analysebegriff sein. Allerdings gibt es ein Problem, und zwar Fake News, wenn man heutzutage zum Beispiel Twitter sich anschaut, wird es ja nicht unbedingt als Analysebegriff benutzt, sondern viel öfters auch als Fighting Word. Viel häufiger als Fighting Word, wie es im Englischen genannt wird, als Kampfbegriff, der eben nicht dazu dient, Sachen besser zu verstehen, sondern wo es darum geht, seine politischen Gegnerinnen zu delegitimieren. Aber das nur kurz vorweg, wir schauen erstmal, ob in Castans Fake News nach dieser aus der Zeitung der Zeit entwickelten Fake News Begriff finden lässt. Und, also Fake News und Castans, es gibt eine intentionale Falschmeldung. Ich würde vorschlagen, dass sowohl die Darstellung der Leipziger Disputation eine intentionale Falschmeldung ist und das moralische Fehlverhalten Murnas.
selbst zu verorten. Genau, und hier lassen sich aber im Castor ganz bestimmte Legitimierungsstrategien erkennen. Zum einen die persönlichen, zum anderen die institutionellen und zum anderen eben auch die Falschmeldung. Und im Hinblick darauf, dass Fake News immer häufiger als Kampfbegriff verwendet wird, würde ich jetzt hier am Ende meines Papers vorschlagen, dass man, wenn man beispielsweise das untersuchen will, historisch oder sozialwissenschaftlich, dass man dann vielleicht lieber von Legitimierungsstrategien sprechen sollte. Und da komme ich schon auch zu dem Ende meines Vortrages und bedanke mich sehr für, ja, und bevor das Technik funktioniert hat, und ich hoffe, dass Sie und ihr mich alle gut verstanden habt. Vielen Dank! Für Fragen offen sein, die mir per Telefon genannt werden. So. Ihr könnt vielleicht auch alle nochmal applaudieren, wenn er am Telefon ist, dann kriegt er von dem Applaus auch noch tatsächlich was mit. Das Jan Böhmermann-Beispiel zeigt ja auch sehr schön, dass darüber sehr keine Einheitlichkeit besteht. Ich habe den Kastner halt immer sehr bösartig gelesen, worin ich zum Beispiel eher keine Satire sehen würde. Also weil es tatsächlich darum geht, eben nicht irgendwie Kastners, Thomas Brunner irgendwie witzig darzustellen, sondern es geht wirklich nur darum, ihn als Person zu delegitimieren. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, da nicht von Satire sprechen, sondern eher von einer, von eigentlich einer Beleidigung. Aber ich glaube, da sind auch die Grenzen relativ nah beieinander. Also ein anderes Beispiel zum Beispiel, Thomas Müller, das hatte ich vorhin kurz angesprochen, hat dann 1522 ein Buch geschrieben vom großen lutherischen Narren, wo er den lutherischen Narren ganz viele Narrheiten austreibt und er selbst stellt sich eben als diese Katze dar, die er in Kastens dargestellt wurde. Und da habe ich eher das Gefühl, das ist Satire. Aber ja, es ist tatsächlich mehr eine Frage, die ich jetzt mit Gefühl und
Nichtgefühl beantworten muss. Ich hoffe aber, das beantwortet die Frage. So. Ja. Warte, ich stelle wieder stumm. Er hält den Daumen hoch, also er sagt, die Frage ist damit beantwortet. Ich gucke mal rum gerade, gibt es noch mehr Fragen? Eine Hand geht hoch, ja, eine Sekunde wieder. Ja, meine Frage ist, welche Zielgruppe soll genau angesprochen werden? Du hast gesagt, dass er ich muss gerne mal zum Glück, er fragt nach der Zielgruppe, die vom, durch den Castrans angesprochen werden soll. Die Frage geht noch weiter, eine Sekunde. Es ist ja eine sehr polarisierende Zeit gewesen tatsächlich. Und mit dem Castrans ist ja dann auch wieder ein einfacher Mann als Hauptakteur oder als überlegener Akteur im Stück. Warte, ich halte das wieder weiter. Er sagt, es geht um eine, was hast du gesagt, was für eine Zeit? Polarisierende. Eine sehr polarisierende Zeit. Und als Castrans, also der Charakter Castrans ist ja wieder ein sehr einfacher Mensch. Genau, und sollen dann auch gerade diese Leute angesprochen werden? Genau, sollte diese Bevölkerungsschicht quasi durch den Castrans auch angesprochen werden. Ich schalte dich wieder frei. Oh, jetzt habe ich es wieder mit. Warte, jetzt hör mit. So, jetzt. Doch. Doch. So, jetzt hört man mich, oder? Doch, man hört dich, ja. Sehr gut. Genau, ja, ist natürlich immer eine super wichtige Frage nach dem intendierten Zielpublikum. So auch was, genau. Im Castrans habe ich das Gefühl, dadurch, ich habe jetzt diesen Merkur ein bisschen ausgeklammert, aber im Prinzip macht Merkur immer so lateinische Sprüche. Und nur Castrans reagiert darauf, indem er halt das Lateinische missversteht. Und das ist ein Humor, den findet man auch noch im 17. Jahrhundert. Aber ich glaube, den versteht man auch nur, wenn man das Lateinische versteht. Und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass der Castrans auf jeden Fall im akademischen Kontext entstanden ist. Ich habe da irgendwie mal so ein Bild im Kopf von Menschen, von Mensch, der eben ja, irgendwo in oder um Straßburg sitzt und eine akademische Ausbildung genossen hat, mit Murner auch schon ein bisschen geklimmt ist und ja, und der schreibt eigentlich auch vor allem für seine ja, Kommilitonen und für seine Kommilitonen. Ja, genau. Und ob damit aber intendiert wurde, dass man quasi ja, die einfache Landbevölkerung erreicht, war vielleicht gedacht, aber ich würde sagen, das wurde auf jeden Fall nicht erreicht damit. Er sagt vielen Dank. Hat noch jemand Fragen und Anmerkungen? Ansonsten hätte tatsächlich ich noch eine Frage. Und zwar war für uns ein Merkmal, was wir so gestern immer wieder hatten, dass wenn wir über Fake News sprechen, es um eine sehr breit gefächerte Rezipierung. Ja, Rezeption, danke. Der Tag war lang. Geht. Und weiß man da viel über, wie weit das in der Bevölkerung tatsächlich verbreitet war? Um halt quasi, Lothar wird ja schon schlecht gemacht, dieser vermeintliche Sieg, der gar nicht stattgefunden hat. War das tatsächlich etwas, was dann Leute geglaubt haben? Weiß man was darüber? Warte, das wäre es irgendwann dann sagen. Genau, jetzt müssen wir mal stellen. Ja. Ja, sehr gut. Genau, ja, tatsächlich hatte ich jetzt bei so ein paar Recherchen zur Leipziger Disputation gefunden, dass tatsächlich das, was ich jetzt Wittenberger Lager genannt habe, eigentlich schon auch eher der Meinung war, dass Luther in Leipzig gewonnen hat. Also es wurde sehr umgedeutet. Dass, also quasi, was Johannes Eck versucht hatte, war, ne, Luther in die Nähe der Heretiker zu stellen und damit eben, ne, wäre eigentlich die Sache auch schon gegessen. Aber dass also gerade auch Luther hat sich da auch sehr bemüht drum gemacht, quasi das dann im Rückblick dann auch mehr als einen Sieg zu verkaufen. Und tatsächlich war die Nähe zu Jan Hus, kam wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht an. Also gerade bei dieser Zielgruppe von, ich hab da immer so dieses Bild von ja, jungen Männern, die irgendwie gerade studiert haben, fertig studiert haben und irgendwie bestimmte Kritikpunkte mit Luther teilen, die dann sich denken, ah ja, Hus, was der gesagt hat, war gar nicht so schlimm, den hätte man gar nicht als Heretiker verbrennen dürfen. Und dann sagt, genau, und dann sagt, wird Luther in dessen Nähe gerückt und das führt dann eben nicht dazu, dass man sagt, oh, böser Luther, sondern man sagt eher, okay, Luther hat doch recht und ja, Hus hatte schon recht. Und die katholische Kirche, also das ist die, ja, die römische Kirche, hat quasi schon bei Jan Hus was Falsches gemacht.
Ja, also dementsprechend war tatsächlich auch ja, diese Leipziger Disputation im lutherischen Lager, das ist im Wittenberger Lager, tatsächlich eher als ein Sieg für Luther auch bekannt. So, ja, war beantwortet. Vielen Dank. Ich frage noch einmal rum, hat noch jemand Anmerkungen, Fragen? Ansonsten kann man dir bestimmt auch per E-Mail schreiben, oder? Gerade auch an die, die live über YouTube gucken. Genau, wir setzen ja sowieso alles nochmal auf die Website und dann kann man uns nochmal kontaktieren, wenn man nochmal mehr Informationen oder Fragen hat, was auch immer. Alles klar, dann nochmal einen Applaus, darfst du dir abholen? Und mit dann jetzt auflegen. Vielen Dank, dass du teilgenommen hast. Und was hast du gesagt? Ach, vielen Dank. Ich wünsche dir ein gutes Gelingen. Und genau, vielen Dank und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Ciao. Okay. An alle anderen erzählen, es folgt gleich ein Vortrag von Jennifer Haas. Wir machen jetzt ein paar Minuten Pause, ich würde sagen 5 Minuten ungefähr, um alles zu desinfizieren und neu aufzubauen. Dankeschön. So, yeah, I'm going to be presenting in English today. As Julia said, I'm going to present the topic of my master's thesis, which is creating truth in 14th century travel narratives. And I think, as previously discussed and as the other presentations have shown, it is very hard to define fake news, and I'm not going to attempt it today. Because as my presentation will show, travel narratives do not necessarily provide fake news, but we will get back to that topic later. Yeah, so here are the different topics I'm going to talk about today. I'm going to start with just some very general information on travel and travel literature and truth and how to actually create truth. Then I'm going to present the two examples I'm going to use, which are by Jordanos Catalanos and John Mandeville. And then we are going to actually look at the topics, and after that I want to ask you if it's truth or fake news that is going to be presented in those travel narratives. So as you can see, I divided travel literature and travel further into travel literature and travel and the medieval worldview. So, just very briefly, as you can see, the predominant language travel literature was written in was Latin until the 12th century. The different forms of travel literature are travel writing, travel accounts, travel books, travel diaries, and travel narratives. And travel narratives are the ones I'm going to talk about later. The most prominent forms of travel are diplomacy, warfare, trade, such as import and export of goods, crusades, and pilgrimages. Pilgrimages until the 12th century weren't that common, but increased after that. And they are the most important and most common form of travel in late Middle Ages. They were undertaken by the rich and the poor, the clergy and the laity, so basically by everyone. And the most popular Middle Eastern destinations were, for example, Jerusalem, Bethany, Bethlehem, and Jericho. And this is important because the examples I'm going to use later do travel to those destinations, or at least some of them. The medieval worldview, especially the view of the East, is composed of an authoritative canon, and the images of the East consist of biblical references, images on maps and narratives from travels, often pilgrimages. As I said earlier, those were the most important travel forms. And on the right, you can see a picture of, uh, or a
reproduction of the Ebsdorf map with those typical images of the East. In the middle, so here, you can see Jerusalem, and you can see the Christian influences with the head and hands and feet of Christ on the outside of the map. And as you have seen in my overview of the content, we are going to talk about monsters and marvels and such later on. You can actually see them on the outskirt of the map. They are, I mean, they're very small, but those are very strange creatures if you look at it up close. Okay, so the next topic I divided further as well. I'm going to start to talk about truth in the 20th century and then see how truth was seen in the 14th century, or if we can actually talk about truth in the sense we see it today. After that, I'm going to present to you the methods used in historiography, as well as the concept of Historia and Fabula by Isidore Seville. Yes, and after that, I'm going to present to you the concept I then created from those methods in order to analyze the creation of truth in medieval travel narratives. So, if we look at the 20th century, we see that the Oxford English Dictionary and the World Encyclopedia give us the definitions that truth in the 20th century is facts, reality, loyalty, or faithfulness. It's a state or condition of being true. A truth is something that is deemed to be genuine, an accurate representation of reality, or a statement that accords with proven, provable, or observable facts. So, yes, when we think of truth, we often think of data and ways to claim and prove with trustworthy sources and valid haptic data in order to avoid, for example, fake news, which we generally associate with a lack of proof or invalid claims. Now I want to ask a question on how truth was understood and dealt with in the 14th century. Now, first, looking at the etymology or etymological development of truth will show that truth has always meant something similar in terms of loyalty, faith, trust, or also belief, as seen here on the examples of Old and Middle English terms. So you can see the both words toller gives us faith, loyalty, and faith as well, while the Old English could also mean tree, for example. So two very different meanings. But this changed then when looking at the Middle English term. So we can see a definite increase in the senses of truth. And I actually took those four sub-senses from Richard Firth Green. And he says that there are legal, ethical, theological, and intellectual senses. And here we can also see similar definitions for truth. So let me just find them. Yes, belief, fact, reality, trust, and faith. And in terms of senses, the most important one for us, or the most important ones for us, are the ethical and theological ones, which are very similar, as well as the intellectual ones, because they actually talk about fact and reality. But that not that sorry, but that does not really show us how truth was understood. And in order to point this out, I looked at three theories by important medieval scholars, which you can see here. So I looked at Saint Augustine, who speaks of the moral question of truth and lies, as well as two later scholars, Anselm of Canterbury and Thomas Aquinas, whose theories on truth are based on religious backgrounds. So, Saint Augustine, as I said, has a moral view on truth and lie.
He says that it is not a lie if the individual is convinced of the truth of the words. They can merely speak without consideration and therefore be wrong. A lie requires intent. So in order to not tell the truth, the individual making the claim has to actually intend to lie. And Anselm of Canterbury and Thomas Aquinas, they have slight differences in their theories, but in general we can say that both argue for truth emanating from God as well as God's plan for everything in existence. So this results in the theory that everything or that every existing being, as long as it behaves according to the way it is intended, is true in its existence. So, and there we arrive at a circular reasoning. Actually, this is not really claimed somewhere that this actually is circular reasoning. but I think it's quite obvious that you can understand it as circular reasoning. That so, if you take the theory and you actually want to get to where you started from, if that makes sense to you, you arrive back at the beginning. But I will show you that on my I will show you that on my concept later, because I forgot there's a slide in between. Next, I will show you why I included those. So the methods used in medieval historiographic sources definitely rely on the idea of trust and belief. And we can also see that in the concept by Isidore, which is also represented in historiography. So Isidore differentiates between historia and fabula. So historia is the narration of factual accomplished deeds, while fabula are invented events that are manifested in writing, and both of those we can find in historiography. And the methods used in historiography to prove the facts they represent there are ones written in all sources, also hearsay and most important eyewitness reports. And as you can see, I divided those into one section. So the first person eyewitness reports, as well as eyewitness reports from certain authorities, are the most important and most persuasive ones out of that category. And hearsay follows closely after that. But then there are also biblical references, common knowledge, and similar types of stories, as well as repetitions and assurance of truth claims. And here we can actually find the fabula in Isidore's concept, so in the mythical and biblical references, as well as common knowledge. And now we get to my concept. So, first of all, everything that is colored in red is from the traveler's perspective or the traveler's task in creating truth in his narrative. And everything that is blue is from the recipient's perspective. So either, as you will see, their expectations towards the travel narratives or their expectations towards the traveler. So, and this concept, as I tried to explain with Thomas Aquinas and Anselm of Canterbury, also is a circular reasoning. So we start at the top here. We have, by both the traveler and the recipient, the previous knowledge, and therefore this results in a certain expectations set towards the traveler and the travel narrative by the recipients, but also expectations on what to see on their travels by the travelers.
So what is also important here is that they are heavily influenced by their Christian background and by their P-shaped worldview, which we have also seen on the AppStore map, for example. Then, resulting from that, I separated those two aspects because the recipients, of course, trust in the traveler to actually report true claims if he says that he will do that. And the traveler, of course, has a certain morale towards the recipients, but also maybe to his instructors who maybe sent him on his travels. And he has to act and understand the experiences he makes based on his faith, but also on his own previous knowledge and his worldview. But he also has to establish his own authority in representing himself within the travel narrative. And how does he do that? Of course, he uses the Historia and Fabula methods from Isidore's concept, but also the methods used in historiography. So in travel narratives, it wouldn't be that it wouldn't make much sense to use written sources. It's possible that the traveler maybe used some, especially before actually going on his travels. But on the traveler or during the narrative, the traveler would use first-person eyewitness reports as well as hearsay and maybe effigies on the way and but mostly oral sources. And he has to use them in a very persuasive manner. So, his claims are given. Sorry, I forgot the word. So his claims do have more credit. You may see that this square is a lighter blue than the others because I'm actually not going to address this that much, but the recipients, of course, maybe they do believe everything the traveler says, maybe they ask questions, but as I said, I'm not going to address that, but I wanted to include it as well because it does not have to be true that the traveler only reports truth. But at least we will see that the travelers try to do so. and then we arrive back at the start here because, of course, the travelers want to prove that their previous knowledge established worldview is as they expect it to be. And, of course, do try to show this in their narratives. And then I just want to briefly give you some facts on the both travelers I'm going to talk about. So Jordanus Catalanus was a Dominican friar and bishop of Columbum. We don't actually know that much about him. His life isn't very well documented, but he was a historical person. At least we know that. And he wrote his travel narrative Mirabilia Descripta sometime after 1329, because we know that he got back from his travels around that time and left in 1333, I think, again. And after that, his life isn't, in 1330, sorry. But after that, we don't know anything about his life anymore. And other sources we can find him in are a papal bull by Pope John the 12th and chronicles, and there are two other letters by Jordanus. And then the other traveler I want to talk about
is John Mandeville. And the first point I put on the slide is a quote from the prologue by John Mandeville, which says John Mandeville, Knight of England, that was born in the town of St. Albans. So this claims that John Mandeville was an English knight from St. Albans. But in the 19th century, it was discovered that John Mandeville was never a factual or historical person, but a fictional character. And he claims to have written the book of the Book of John Mandeville. The version I'm going to use today is held at the British Library. It's derived from the archetype of the defective version, or so-called defective version. The book in general was translated into various European languages from either the Latin or French original. The scholarship isn't very clear about that. Some claim it was a Latin one, some claim it was a French one, but I'm not going into detail here. So there are nearly 300 manuscripts and a number of prints of the book still surviving. So we do have a lot more here than with Jordanus. As I said, he is a fictional character. And we know that because it was discovered that he plagiarized other travel narratives, and the most common ones he used, or the most prominent sources he used, were by the German Dominican William of Buldenseele and the friar Odoric of Pordenone. So, but now we are going to talk about the examples. Now we are looking at the examples, and I will show how the creation of truth can be found in Jordanus and Mandeville's travel narratives. But first, I put two quotes up there. So the first one is by John Mandeville, and immediately in the beginning, he claims that here begins the Book of John Mandeville, or I think I'm going to translate it into modern English. So, Knight of England that traveled about in the world in many diverse countries to see marvels and customs. Everything indeed is a marvel in this India, and this marvelous I've seen with mine eyes. So, Mandeville immediately at the beginning states that seeing marvels is his first intention. He expects to see them, and therefore he will see them on his travels and will incorporate them in his narrative. Jordanus does not state the intention of seeing marvels, but upon arrival in India, he states that everything is a marvel and that he has seen it or them with his own eyes. In Mandeville, we see the intention or expectation that make up the start of my concept. While Jordanus offers the form of proof as an eyewitness in his claim that he has seen the travels, the marvels. And here I also put two examples of marvels. And I don't know if you can read the descriptions, but I hope you haven't. So maybe someone wants to guess what animal this is. So this is claimed to be a marvel in Mandeville and Jordanus as well, I think. But so just for fun, someone maybe wants to guess what that animal is. Yeah. Okay, so I will tell you. It's obviously a giraffe, obviously. on the right you can see two giants, which are clothed in skin, and I'm not sure what kind of animal this is, but you can see here's the head of the animal, and here's one as well, and he
wearing a fancy belt to hold it up. So yeah, those are just two examples of marvels. And the first example I want to talk about is the example of Noah's Ark, which I guess everyone is familiar with. On the right, you can see an illustration from one of the Mandeville manuscripts. You can see the Ark here on top of this greenish mountain, and you can actually see a monk carrying down a plank from the Ark. And on the left, you can see the quotes by Jordanus, Mandeville, and from the Vulgate Bible. So I'm just going to read them. In Armenia, the greater, I saw one great marvel, and this is it, a mountain of excessive height and immense extent on which Noah's Ark is said to have rested. This is from Jordanus. And the other is from Mandeville. There's another hill that men call Airach, and there rests the Ark of Noah, and it is upon that hill. And a man may see it in fair weather and clear, and that hill is 7 mile high. So quite a similar description, and the Vulgate Bible merely states that the Ark rested on a high mountain in Armenia, I think. My Latin isn't that good, sorry. Yes, and both Mandeville and Jordanus go on to explain that even though they saw the mountain, so so this mountain here, they weren't able to see the Ark on top of it because the mountain is covered in snow and the top of the mountain is most of the time not visible because of the snow and clouds and a lot of fog. But moreover, Jordanus claims that it is impossible to climb the mountain as the foot of the mountain is inhabited by all kinds of creatures that even keep away other animals. However, there is a monk, so him, living close to the mountain, and that confirms the claim of Noah's Ark on top of the mountain. So he took both travelers that you can actually see the Ark on top of it. And he can even be seen on one of those illustrations. And in this example, we have three forms of evidence. So we have first the eyewitness reports by the travelers themselves, then the eyewitness report by the monk, and the monk functions as a trustworthy source here. And then we also have the familiarity of the myth of Noah's Ark. Not only for the travelers, but also for the audiences, as it was common knowledge during that time. So those three forms of evidence are enough to support the claim of truth made by both Jordanus and Mandeville and meet the expectations set at the beginning of our claim. And our next example is the unicorn. So see this here. And I'm aware it has three horns. So and as the title on my slide says, we can actually even find this in Jordanus, this claim. That we have a true unicorn. So he claims that in this India are the true unicorns, like a great horse having only one horn in the forehead. This creature, it is said, is of such fierceness that it will kill an elephant, nor can it be captured except by a virgin girl. So here we can actually see, well, not the unicorn killing the elephant, but at least attacking it. But we also have an animal that is kind of similar to a unicorn, so the rhinoceros, which is an animal which is called rhinoceros, as big as a horse, having one horn, long and twisted, and it is not the unicorn. So we can maybe conclude that the rhinoceros is a false unicorn, and
actually this depiction claims that this is a rhinoceros depicted as a horse with a leopard's head. Why? I don't know. Yeah, but as you can see, it's kind of a mixture of both, so rhinoceros and unicorn or horse, we don't know. Mandeville himself does not say much about the unicorn or even doesn't confirm seeing it, but neither does Jordanus, technically. So they simply occur in their narrations. However, the unicorn as well as the rhinoceros are one of those images from the authoritative canon of the East, and it doesn't make sense to go back to the map slide because so small you can't see it. But they are part of that canon of images of the East. So they were a sight that was expected on the travels, and they are found on various maps and therefore did not need more form of proof than simply being mentioned in the narrative. And this automatically fulfills the audience expectation of what the travelers will report. So, yes. And then my last slide. As we have seen in both examples, the travelers utilize different methods in order to present the predetermined images and expectations on the East in their travel narratives. They, however, also utilize different methods to prove their experiences as well as the truth in their own claims. And I'm aware this is more of a summary than a conclusion, but I rather ask the question in the title of this slide, are the travelers' experiences truth or are they fake news? So, again, in the example of Noah's Ark, the travelers confirm the existence of Mount Ararat. They even have another trustworthy source to confirm the myth as well. And neither of the travelers saw the Ark themselves, as they couldn't climb the mountain. And in the example of the unicorn, they did not confirm seeing it, but they confirmed their existence in India. And they probably had previously heard of it and probably heard hearsay about them in India. Maybe they even saw a rhinoceros, we cannot be sure of that. And even if a rhinoceros exists, which it does, why shouldn't a unicorn exist as well? They look similar, so according to Anselm's and Thomas' theory, it could exist and its truth would be confirmed. So, yeah. Now, I want to give the question to you. Is it truth or fake news what the travelers present in their travel narratives? Ich glaube, wir können die Diskussion auch auf Deutsch machen. Ich glaube, das ist vielleicht einfacher für alle. Yoshi? Man sieht ja offensichtlich, dass so bewusste Täuschung jetzt vielleicht nicht unbedingt der Fall ist.
komische Art von Wahrheit, aber... Ja, und das ist halt gerade das Schwierige in diesen Reiseberichten. Ich glaube, das Beispiel von dem Einhorn und dem Nashorn zeigt das ganz gut, weil theoretisch, wenn man jetzt nur eine grobe Beschreibung hat, dann könnten es die gleichen Tiere sein. Also du hast ein Tier, das ist ungefähr so groß wie ein Pferd. Ich kann ja nochmal zurückgehen zu der, das sagt Jordanus ja auch, ist so groß wie ein Pferd, aber hat nur ein Horn, also wie ein Einhorn. Es ist also ein falsches Einhorn vielleicht. Genau, aber es ist eben das, man hat nicht so eine genaue Vorstellung von dem, was man da sieht. Also man hat vielleicht irgendwelche Vorahnungen von anderen Reiseberichten oder eben auch aus biblischen Erzählungen. Und dann versucht man das Ganze entweder vor Ort zu finden oder du siehst irgendwas, was in die Richtung geht und sagst, okay, da habe ich den Beweis und packst das Ganze mit in deinen Reisebericht als Wahrheit. Ja. Was ich jetzt gerade noch entgegen komme, ist, ob das nicht auch vielleicht so ausgeschmückt wurde, um eben so einen Sensationscharakter zu haben. Weil es ist natürlich schon, oder es kann Interesse wecken, wenn dann gesagt wird, dass da Einhörner sind. Weil ich denke mal, das war damals wahrscheinlich auch nicht dann leicht zu prüfen, sodass man das eben behaupten konnte, um vielleicht auch Wählerschaft anzulocken. Ja, das mit Sicherheit auch. Vor allem, also da bin ich jetzt ja im Vortrag nicht wirklich drauf eingegangen. Ich habe es nur kurz erwähnt, dass Jordanus eine historische Person ist und Mandeville eben fiktiv und der Reisebericht auch wirklich fiktiv ist. Und das ist wirklich der bekannteste und weit verbreiteste Reisebericht im Mittelalter gewesen. Also der wurde bis ins 18. Jahrhundert noch immer neu gedruckt. Und das zeigt eben einfach auch, dass der Reisebericht von Jordanus im Gegensatz zu Mandeville ist relativ stumpf, relativ kurz und der von Mandeville ist mehr ausgeschmückt. Also natürlich ist da so ein gewisser Entertainment-Faktor wahrscheinlich mit drin und Mandeville hat natürlich auch darauf abgezielt, das Ganze vielleicht ein bisschen spannender zu machen, hat sich eben aus verschiedenen Reiseberichten ein paar Sachen rausgesucht, das alles zusammengebastelt und das würde ich auch sagen, dass da auf jeden Fall so ein gewisser Charakter mitspielt. Das auf jeden Fall. Also 100% Wahrheitsanspruch von den Reisenden war wahrscheinlich auch, kann nicht unterstellt werden, aber es wird eben versucht, das Ganze so darzustellen. Patrick. Ja, ich glaube, es ist ja auch irgendwie eine Frage der Intentionalität. Das heißt, was ist die Intention des Autors? Mhm. Was möchte er damit aussagen? Was möchte er als Wahrheit verkaufen? Und ich glaube, das ist das, was Eike meinlich auch gesagt hat im vorherigen Vortrag, wo die Intention immer bestimmt irgendwie, was wahr gemeint ist und was nicht. Das heißt, das ist insofern Wahrheit, als dass ich glaube, dass der oder die Autoren geglaubt haben, was es ist, dass das in die Lebenswelt passt. Das ist aber vielleicht faktisch eine Falschaussage wäre, weil halt das eine ein Rhinoceros ist, das andere ist ein Einhorn. Die sehen nicht gleich aus, offensichtlich, also ist eins und beide wahrscheinlich falsch, einfach mal in den Raum geworfen. Aber ich glaube, dass da wieder die Sache ist, dass man zwei verschiedene Maßstäbe ansetzen muss. Das eine möchte die Welt erklären mit den Mitteln, die ich habe. Das heißt, ich sitze hier vor allem bei Mandeville, wenn es ein fiktiver Charakter ist, wahrscheinlich irgendeine Person, die irgendwo fernab von dem Ort, wo dieser Reisebericht stattfinden soll, sitzt, den Ort vielleicht nie gesehen hat, sondern wirklich nur die Narrative darüber kennt und möchte jetzt eigentlich nur vermitteln, was kann ich daraus ziehen und nimmt halt seine Mittel, die er hat und kennt natürlich nicht den fremden Kulturkreis, sondern nur seinen eigenen Kulturkreis und benutzt genau das und diese Mittel, die er halt vorgegeben hat im Narrativ und die er aus seiner Kultur und seiner Zeit heraus kennt und versucht damit das zu erklären. Deshalb ist es nicht zwingend Fake News unbedingt, aber vielleicht falsch, was zu erleben. Paar Schuhe sind in irgendeiner Form. Ja, es ist eben erstmal das, was ich versucht habe mit Augustinus zu zeigen, dass solange du glaubst oder wirklich glaubst, dass das, was du erzählst, wahr ist, weil es haben ja in Mandevilles Fall zum Beispiel andere Reisende gesehen, die haben es ja belegt in dem Sinne, dass sie es gesehen haben und oder der Mandeville-Autor hinterfragt das Ganze nicht, sondern stellt das Ganze eben als seinen Reisebericht dar und ich habe hier nochmal das Zitat.
das ist ja auch seine Intention, dass er die Welt bereist hat, eben um das Ganze zu sehen, um das dann, ja gut, das ist jetzt nicht in dem mit drin, aber er sagt, dass er das Ganze wahrheitsgemäß in seinem Buch wiedergeben möchte. Und das ist eben die Intention, aber das kann er schon mal dadurch nicht, dass er eben auch fiktiv ist und nicht gereist ist. Aber das stellt er eben als Intention dar und dadurch bekommt das Ganze so einen gewissen Autoritätscharakter. Das heißt, die Reise wäre Fake News in dem Moment, weil die Reise nicht stattgefunden hat, aber der Inhalt nicht per se. Ja. Ja, ich wollte darauf auch direkt, weil gestern kursierte immer wieder dieser Begriff subjektive Wahrheit. Und ich finde, der spielt da ja auch ganz stark rein. Das haben wir ja gestern mehrfach gesagt, was der eine als wahr in dem Moment empfindet, kann für den nächsten ja wieder total falsch sein. Also finde ich es auch sehr schwierig zu sagen, okay, das ist entweder völlig wahr oder das sind Fake News, weil das ja total subjektiv auch einfach sein kann. Wir wissen nicht viel über den Wissensstand desjenigen, die Lebenswelt desjenigen. Und daher fällt mir persönlich das sehr schwer, das so zu kategorisieren. Ja, das ist dann natürlich auch immer noch eine Frage, hat die Person, die es gesehen hat, das Ganze auch wirklich aufgeschrieben? Hat es jemand anders von einer Erzählung aufgeschrieben? Das spielt natürlich auch noch dann eine Rolle. Da bin ich jetzt auch nicht drauf eingegangen, das Ganze nicht noch komplizierter zu machen. ja, aber das sind auch eben so Sachen, die da mit reinspielen. Sonst noch? Das sind eben genau diese Evidenzkategorien, die du damit aufgestellt hast. Also gerade eben das anschließend, was Patrick gerade gesagt hat, gerade diese Idee zu sagen, in der Lebenswelt desjenigen, der es schreibt, ist es erstmal vollkommen vorhanden. Das heißt, das kann man aus den Autoritätszitaten rausholen, das kann man aus der Bibel herausholen und so weiter. Und was ich ganz stark finde an der Stelle, wo du eben dann auch darauf eingegangen bist, dass du genau an der Stelle genau darauf gesetzt hast, wir vergleichen dann einfach mal mit den jeweiligen Autoritäten, die wir haben. Mhm. Ich glaube, gerade in der Reiseliteratur und in einer Literatur, die eigentlich auch so eine Art Reiseliteratur ist, aber nicht so ganz in der Welt, sondern aus der Welt raus, in der Visionsliteratur haben wir ganz ähnliche, Textstrategien, die immer wieder darauf zurückgehen, gar nicht zu fragen, was ist da draußen, sondern eigentlich zu gucken, was wissen wir schon, was da ist, und die Möglichkeit der Bewahrheitung eben darüber aufzustellen, indem das, was man eh schon weiß, nochmal wieder darstellt. Also in der Visionsliteratur dadurch, dass man zum Beispiel weiß, okay, in dem und dem Kreis des Himmels, da finden wir die Figuren, und die können wir dann schön in diese Situation einbinden. Und ich glaube, genau da an der Stelle setzt du ja auch an. Nach Reisebericht funktioniert das Ganze. Man kann aus diesem Reisebericht nicht schließen, ob die Leute wirklich da waren. Das kann man höchstens dann machen, wenn sie wirklich die Beschreibung der jeweiligen Orte machen und man das quasi mit vor Ort vergleichen würde. Aber das funktioniert natürlich vor dem Hintergrund der Beschaffenheiten, der geografischen Beschaffenheiten überhaupt nicht. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass du an der Stelle genau darüber die Autoritäten ankommst und sagst, es geht hier gar nicht so sehr um die Frage nach, war er da, sondern wie stellt er es da, dass er da war. Also deswegen würde ich, glaube ich, auch diese Frage von, ist es wirklich passiert oder nicht, würde ich gar nicht stellen, sondern diese Strategien, die er in den Mittelpunkt stellt, die sollen einfach klar machen, jeder, der das in seiner kleinen Lebenswelt sieht, der weiß, okay, das muss so passiert sein, weil das bestätigt ja all das, was ich eh schon weiß. Und ich glaube, damit funktioniert das über ein ganz anderes Maß, als wir heutzutage Evidenzkategorien haben, die eben nachprüfbar sein müssen und so weiter, sondern es reicht, wenn die Autorität das gesagt hat und ich habe das auch. Das heißt also, ein Text könnte theoretisch ja sogar unglaubwürdiger werden, wenn er gerade das nicht hätte. Genau, also da setze ich ja eben, wie du gesagt hast, auch an. Also ich klammer auch wirklich aus, was ist daran jetzt wirklich wahr, weil es macht keinen Sinn, sich das anzusehen. Genau. Und ich finde gerade an dem Beispiel auch mit der Arche Noah, man hat verschiedene Beweisansätze und je mehr es sind, desto wahrer wird das Ganze in dem Sinne, also oder scheint es zumindest. Und genau das ist ja dann für den Rezipienten wichtig. Also je mehr Beweise es dafür gibt, und Augenzeugenschaft war nun mal der wichtigste Beweis, desto authentischer ist das Ganze, egal ob es jetzt wirklich so ist oder nicht. Und spielt eben in der Lebenswelt, in diesem christlichen Konzept. Und das unterstreicht das Ganze natürlich auch noch weiter. Ja. Und zwar, wir sind da ja in Bereichen, die ganz weit draußen sind, also ja. wo die Leute
dieses Lesen nie Fuß hingesetzt haben. Du hast ja völlig zu Recht am Anfang gesagt, Pilger sehen das bei Pilgerreisen sieht das noch ein bisschen anders aus, die sind theoretisch noch nachprüfbar. Hast du bei diesen beiden Texten auch festgestellt, dass du die meinetwegen Pilgerreisen, findet man das immer wieder, dass zum Beispiel Kirchen genau vermessen werden? Also es ist dann gesagt, diese Kirche ist so und so viel Schritt entlang und in der Breite ist sie so und so, sodass man quasi die Grabskirche in Jerusalem wunderbar in Goslar, nee, nicht in Goslar, in oder welche Stadt war das nochmal auf der Grenze, Görlitz, glaube ich, nachbauen konnte, sodass sie aussieht wie die Grabskirche, weil man genau die Absetzung weiß. Hast du solche Sachen in diesen Texten auch erwähnt, also dass man quasi so eine Schwelle hat, ab der es, ich sag mal, tendenziell unrealistischer wird? Das jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also ich weiß, dass Jordanus ganz am Ende noch so ein Kapitel hat mit den ganzen Entfernungen. Also wie weit war das denn immer von dem und dem zu dem und dem Ort, weil er in dem Narrative selber nicht drauf eingeht. Er fängt halt immer an, ich bin jetzt hier in Indien und sehe das und das und dann ist er in Persien und sieht das und das. Also das ist sehr kurz gefasst alles. In Mandeville ist es ein bisschen anders. Also der ist deutlich detailreicher und auch wenn ich jetzt nochmal, genau, also Mandeville sagt zum Beispiel hier, dieser Berg ist 7 Meilen hoch. Also ich bin jetzt gerade nicht sicher, wie viel 7 Meilen im Mittelalter waren in England, aber der Berg, in den es geht, der ist knapp 5000 Meter hoch. Bitte? Stimmt, ja. Oder? Ja. Genau, da ist eben schon mal eins so eine Angabe und in Mandeville sind die Angaben auf jeden Fall häufiger. Und ich denke, das liegt halt einfach daran, dass er plagiiert hat, aus verschiedenen Sachen sich was zusammengesucht hat und ich glaube, dann halt solche Angaben faktischer erscheinen und man die mit benutzt. Ja. Okay. Ansonsten, wenn keine Fragen, würde ich abgeben. Was so die Leute noch mitgenommen haben, da würde ich einfach mal reihum fragen,
was so hängen geblieben ist, ob man für sich vielleicht die Definition von Fake News ein bisschen besser fassen konnte, ob es jetzt noch konfuser ist. Also das kann ja alles sein, deswegen würden wir einfach mal reihum gehen. Beim Publikumsliebling anfangen. Auf jeden Fall auch nochmal danke von meiner Seite aus. Das war der zweite Tag heute sehr interessant für mich. Und was ich so für mich festgestellt habe, so der Begriff Fake News, haben wir jetzt in allen Beiträgen immer so unterschiedliche Vorstellungen von Wahrheit und Lüge und ja auch ja, Fiktion so gehört tatsächlich. Das heißt, das Fake News ist dann halt wirklich so ein Arbeitsbegriff. Und deswegen fand ich es auch wirklich sehr spannend, dann auch so viele unterschiedliche Eindrücke so gewinnen zu können, auch von Studierenden von anderen Orten tatsächlich so. Wir hatten jetzt einen aus Luxemburg da. Was halt auch nochmal danke an euch, dass ihr das so hingekriegt habt, dass wir halt nicht nur Leute von vor Ort hatten, sondern halt auch so eine hybride Veranstaltung hinbekommen haben mit allen möglichen technischen Methoden, auch einer sehr spontanen Zoom-Sitzung mit Telefonbefragung am Ende. Also auch da nochmal Dankeschön an euch, dass ihr das ja, uns ermöglicht habt. Also ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema jetzt schon öfter beschäftigt und ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass man nicht unbedingt schlauer draus wird. Also ich glaube halt, wie Joshi schon gesagt hat und wie auch die zwei Tage gezeigt haben, es ist einfach unglaublich schwierig, das zu definieren, weil das so facettenreich ist. Also es gibt halt nicht die Fake News, es ist halt wirklich ein Thema, wo man ja, vielleicht auch nicht alles, was man unter Fake News fassen würde, trotzdem unterbringen kann. Also ja, es ist halt ein sehr, sehr interessantes, breites Thema, wo man sich mit sehr vielen Bereichen darüber austauschen kann und ich glaube, das ist eben für so einen Studiengang wie BAST besonders gut, weil man eben diese Verknüpfung überall sieht. Und ja, das ist ein interessantes Thema und ja, gut für so eine Konferenz, um sich mal ein bisschen auszutauschen und vielleicht auch nicht immer auf der gleichen, also von der gleichen Seite zu betrachten, sondern auch ein bisschen kritisch zu diskutieren. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall passiert. Ja, ich glaube, gerade diese Interdisziplinarität hat man heute besonders gut gesehen. Du hast Anglistik, dann mit dem Vergleich von gestern Geschichte, heute natürlich dann auch Germanistik-Geschichte. Also ich fand, das kam heute vielleicht nochmal deutlich mehr zum Tragen, auch mit dem Vortrag von Herrn Grabowski. Also ich fand, dass man einfach diese Diversität des Themas heute noch viel stärker wahrnehmen konnte, auch als gestern. Ja. Also erstmal auch vielen Dank an euch. Das war eine klasse Geschichte hier, auch gestern, als ich nur online vorhanden war. Natürlich mit dem Flag und dem Joshi immer toll. Thematisch muss ich sagen, habe ich mich vorher sehr wenig mit dem Thema auseinandergesetzt. Das heißt, der Vortrag, den ich auch heute gehalten habe, war quasi basiert auf einem Vortrag, den ich letzten Monat in Stuttgart gehalten habe. Ich habe quasi die Fake News nur als Facette hinzugefügt und bin auf einmal komplett im Thema versunken. Das zeigt auch irgendwie, dass man, dass das Thema so breit gefächert ist und so groß ist, dass man sich darin ein bisschen verlieren kann, wenn man möchte, wenn man sich ein bisschen dem hingibt. Und das Schöne ist eigentlich, oder vielleicht auch die Krux an der Geschichte, wissenschaftlich ist es ganz genauso. Das heißt, obwohl wir alle irgendwie aus anderen Bereichen kommen, die miteinander irgendwie was zu tun haben oder auch nicht, und mal mehr und mal weniger, finde ich, konnten wir überall Parallelen sehen, wie damit umgegangen werden kann. Also ich habe das jetzt vor allem bei Jennifers Beitrag gesehen, aus der Anglistik, dass das Konzept von funktionaler Fiktionalität, was ich ausgearbeitet habe und wiedergegeben habe, dass das auch super gut mit dem irgendwie korreliert, was sie vorgestellt hat und dass da auch vielleicht genau die Krux in der Forschung gerade noch ist, dass die Fächer noch nicht stark genug zusammenarbeiten, um ein einheitliches Konzept zu ermitteln, obwohl ja der Begriff trotzdem überall schwebt. Ob es jetzt nur die Definition ist von Eike, der die aus der Zeit, glaube ich, war, nehmen kann, also aus einer Zeitung, und dann trotzdem 27 andere Konzepte existieren, die in irgendwelchen wissenschaftlichen Zeitschriften und Büchern und Monographien und Sammelbänden auftauchen. Das heißt, dass fächerübergreifend sehr wenig da ist, wo wir uns noch alle dran austoben können. Und das haben wir, glaube ich, heute angefangen ein bisschen, was sehr cool ist. Dankeschön. Ich glaube auch das, willst du erst was dazu machen? Du kannst auch zu machen. Ja, genau, gerade da anknüpfen, das ist mir im Studium schon total oft aufgefallen irgendwie. Ich saß in Germanistik-Seminaren
Und dann waren Sachen, die waren plötzlich ganz neu und alle fanden super und ich dachte mir, das ist in der Anglistik schon total ausgelutscht. So, also gerade das finde ich sehr interessant, dass du es jetzt gesagt hast. Und genau, sind Sachen, wo man einfach vielleicht auch so ein bisschen dran arbeiten muss, das besser zu verknüpfen und fächerübergreifender zu arbeiten. Ja, ich wollte quasi genau in die gleiche Richtung gehen und sagen, dass das gerade ja auch so ein Ziel der Stuko-Mars ja quasi war, sich besser zu vernetzen und auch einfach diese Interdisziplinarität nochmal zu verdeutlichen. Und dass das, es wird sich ja quasi von dir ja auch, also von dem ganzen Dreierspann gewünscht, dass das irgendwie von einer Uni oder auch hier noch fortgeführt wird. Und ja, das kann man sich ja schon so irgendwie mit als Ziel aufschreiben, dass die Fächer gerade, wir sehen es ja immer wieder, die doch sehr eng verknüpft sind, sich mehr austauschen und gerade den Studierenden auch eine Plattform geboten wird, so interdisziplinär ja über ein gleiches Thema zu sprechen und sich dann genau diese Facetten dann anzuschauen. Und ich meine, es ist uns mit der Stuko ja eigentlich auch geglückt, weil wir hatten hier ja keinen Studenten sitzen, der vom Mars war, außer jetzt die Veranstalter und eventuell die Helfer, sondern es waren ja Studenten aus anderen Fachrichtungen, aus der Germanistik, aus der Geschichte, aus der Kunstgeschichte. Und das ist halt das, was wir erreichen wollen, dass sich halt viele Fachrichtungen im Grunde zu einem Thema an einen Tisch setzen und sagen, so, so sehen wir das, so sehen wir das, gibt es da Gemeinsamkeiten, gibt es da Unterschiede? Und das ist auch das Schöne, dass wir halt auch Leute aus anderen Ländern dabei haben, um vielleicht auch zu gucken, gibt es da Unterschiede? Sieht vielleicht ein Germanist aus Amerika das anders als ein Germanist aus Deutschland? Ja, und es geht ja auch darum, sich nicht einig zu sein, sondern einfach zu sehen, die anderen Meinungen zu sehen und sich auszutauschen. Es geht nicht darum, dass wir, das war auch nie das Ziel, einen Konsens zu finden und zu sagen, das sind Fake News und so sieht es aus, sondern es ging einfach nur darum, in einen ja schon relativ wissenschaftlichen Austausch zu treten, obwohl wir halt relativ ja, junge Hüpfer noch in dieser Pose sind. Ich finde eigentlich, das ist uns gut gelungen, oder? Wie sehen es die anderen da noch? Ja, also ich habe mich ja ein bisschen hier fachfremd eingemogelt in die Mars-Ecke, also ich sitze dabei, aber habe gar nicht so viel Wissen. Aber ich fand, wo ich mit dem zweiten Tag war, war, dass ja, dass wirklich die Komplexität des Themas vor allen Dingen auftritt. Ich weiß nicht, ob ich viel Neues sagen kann, aber ich fand vor allen Dingen gut, dass sehr viele junge WissenschaftlerInnen hier auch gesprochen haben. Also großes Kompliment auch an euch alle, weil ich wirklich interessant finde, wie auch ihr an Themen rangeht, wie ihr die bearbeitet. Das ist eine ganz andere Perspektive und ich finde auch die Interdisziplinarität, das merkt man, dass wir da alle auch, glaube ich, einen hohen Stellenwert, also dass einen hohen Stellenwert sehen, dass es auch total wichtig ist. Und ich glaube, dadurch werden auch Studiengänge wie Mars oder Gender Studies sollten und müssen gefördert werden, um sowas viel stärker hervorzuheben. Und ja, man hat ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Abschluss zu Fake News finden kann, aber ich finde alleine bei deinem Vortrag hat man ja auch gemerkt, wie viel Theorie auch dahinter stecken kann oder wie viele Konzepte oder auch also bei euren beiden irgendwie, ich finde, da merkt man auf jeden Fall, dass da ja einfach super viele, dass man das sehr auf verschiedene Weise begründen kann, aber ich würde trotzdem auch sagen, dass man halt sehr viele Parallelen gesehen hat. Eine, ich kann mich komplett anschließen, ich glaube, ich bin nee, mir haben die zwei Tage auf jeden Fall auch sehr gut gefallen. Das hatte ich ja gestern auch schon gesagt. Ich fand die Veranstaltung super gut organisiert. Hat mir sehr gut gefallen, auch dass wir jetzt aus verschiedenen Fachrichtungen uns hier zu einem Thema zusammengesetzt haben. Ich hatte gestern ja auch schon erzählt, dass die Definition für mich jetzt nicht klarer ist, aber das war ja auch gar nicht das Ziel. Ja, hat mir das super gut gefallen. Ich glaube, das sehen Sie alle gleich. Also niemand kommt heute nach Hause und sagt, wow, für mich ist jetzt alles klar, ja, aber das macht ja irgendwie so wissenschaftlichen Diskurs einfach aus, dass man alles immer wieder hinterfragt und neue Mustern abgleicht. Und ich glaube, ja, das ist uns angelungen, also meldet sich noch. Ja, ich habe noch ein Wort, was ich super finde und den ich wichtig finde zu beachten. Du hast gerade gesagt, hier sind viele junge WissenschaftlerInnen hergekommen. Und ich glaube, das ist wichtig, was man bei dieser Stuko und bei vielen und bei allen Stukos irgendwie festhalten muss. Wir sind nicht alles nur Studenten und Studentinnen, sondern wir sind auch WissenschaftlerInnen. Das heißt, wir betreiben Wissenschaft. Alles das, was wir hier vorgestellt haben, ist wissenschaftliches Arbeiten. Und jeder, der hier entweder sich in die Diskussion eingebracht hat oder der einen Vortrag sogar selbst vorbereitet hat oder irgendeinen Kommentar bei YouTube da auf den Stream geschrieben hat, jeder betreibt in irgendeiner Form damit Wissenschaft. Und das ist wichtig zu begreifen und sich nicht unter den Scheffel zu stellen. Und ich glaube, das macht man bei so einer Konferenz viel zu häufig und sollte es viel weniger machen. Das finde ich
finde ich. Das ist ein sehr gutes Fazit, muss ich sagen. Also dem kann ich nur zustimmen, weil ich sehe wirklich meinen Hut vor allen Vortragenden. Das waren grandios vorbereitete Vorträge, die wirklich sehr viel Zeit wahrscheinlich auch gekostet haben. Und die Präsentationen waren alle super. Also wirklich, da sollte man sich nicht klein für machen lassen. Auch die Leute, die sich jetzt zum Beispiel die aus Luxemburg jetzt die Mühe gemacht haben, um das dann auch zu verfilmen mit sich selber oder der Referent heute. Der Alte, der das parallel noch aufgenommen, während ihr Mittagessen gegangen seid, haben wir ihm gesagt, ja, wir wissen nicht, ob das mit dem Zoom klappt, kannst du das bitte aufnehmen. Und wirklich, da ziehe ich meinen Hut vor, dass man dann ganz gelassen bleibt und das trotzdem vorträgt. Obwohl man vielleicht auch so, ne, Jenny war total aufgeregt, wenn man sich vielleicht auch nicht so wohl fühlt in dem Moment und trotzdem das so super seriös über die Bühne bringt. Also wirklich, Respekt. Ich habe gestern schon Stress ohne CP. Also das ist halt auch sowas, dass man es halt freiwillig von sich aus macht, weil man halt Bock drauf hat. Und das ist halt auch das, was wichtig ist, weil wenn ich keinen Bock auf das Thema habe, dann hänge ich mich da nicht unbedingt rein und dann arbeite ich das ab, wie jetzt bei Referaten in Seminaren und bin fertig damit. Aber wenn man mehr Gedanken macht und sagt, ich mache das freiwillig. Schade, dass halt die Referenten, die jetzt im März dabei gewesen wären, nicht dabei sind. Das finden wir richtig schade, weil zum Beispiel die aus den USA, die Jillian McDonald, die war wirklich sehr darauf fixiert. Also sie war die Erste, die sich gemeldet hat und auch sofort alles geschickt hat. Und nach Paper war nach 3 Tagen Call of Paper da und sie wollte halt wirklich richtig doll hier sein. Und das ist dann doof wegen Corona, dass halt solchen Leuten das verwehrt wird. Aber da können wir leider nichts machen für den Beruf, ne? Ich glaube nicht, dass ich es gesehen habe, ich glaube, der Deutsch war jetzt nicht so gut, aber ja, ich hoffe, dass vielleicht hinten an der Wand noch Kommentare zu den Beiträgen hinterlassen werden, die halt heute nicht stattfinden konnten und gestern, und ich werde das dann auch nochmal auf der Homepage machen, dass da auch Leute sich das dann nochmal durchlesen können, auch vielleicht ausführlicher, und dann nochmal Kommentare für die Leute hinterlassen, weil es ist halt schade, wenn man sich Mühe gibt für einen Beitrag und dann kann man ihn halt nicht halten und man kriegt halt auch kein Feedback, außer jetzt halt von der Call of Paper-Kommission, und das ist dann halt wirklich sehr, sehr schade. Ja, deswegen nochmal an alle kommentiert, und wenn es nur ist, interessantes Thema, mach weiter so, finde ich gut, oder konstruktive Kritik bitte, also nicht nur ist scheiße, sondern ist scheiße, weil... Ne? Ja, scheiße ist jetzt kein nettes Wort, ne? Ja. Also, man könnte vielleicht sagen, finde ich nicht gelungen. Ja, aber zumindest dieses Weil muss dahin, weil einfach zu sagen, finde ich blöd, ja, warum? Also es muss ja schon, wir müssen, können uns ja nur weiterentwickeln, wenn Kommentare kommen, weil. Genau. Und falls jetzt irgendwer Lust bekommen hat, wir machen jetzt seit zwei Tagen quasi wie bei QVC. Wenn jetzt jemand Lust bekommen hat, den Master zu studieren, ihr zu Hause auf der Couch, ihr hier im Raum, dann schreibt doch gerne an den Fachschaftsrat Mars. Und ja, wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Ich glaube, ihr habt es auch gerade gesehen. Man kann viel damit machen, man bleibt nicht in seinem Feld unbedingt, und ich kann selber nur sagen, ich studiere jetzt erst seit einem Jahr, man lernt so unglaublich viel und so unglaublich schnell auch. So viele neue Eindrücke, ich fand es überragend. Wirklich, also ich kann es auch nur loben. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob irgendwer, der zuschaut, irgendwer, der hier ist, vielleicht kann man sich ja wirklich im nächsten Jahr nochmal, nicht Corona-bedingt, nochmal vernetzen und vielleicht sich wieder bewerben oder was auch immer machen und halt ja, diese Stuko fortführen. Ja, also wir hoffen, dass entweder die Hoch nochmal sagt, wir machen das, oder genau. Am besten natürlich auch vielleicht eine andere Universität, Göttingen, Heidelberg, in München. Vielleicht USA wäre jetzt ein bisschen blöd für die, die aus Deutschland kommen mit der Anreise, aber dass dann jemand anders sagt, wir haben Bock drauf, wir würden auch dann das Handwerkszeug so ein bisschen an die Hand geben, wenn das Studenten machen, dass wir sagen, da und da müsst ihr drauf achten. Oder in Kooperation, ne? Also wenn eine Uni sagt, wir möchten gerne mit euch kooperieren, das sind halt auch Sachen, die möglich sind, und wir würden uns halt sehr freuen, ich glaube, wir kommen jetzt auch zum Abschluss mal, ja. Wenn wir das alle machen, und nochmal, wir würden uns sehr freuen, wenn wir neue Studierende kriegen, weil es ist so, wie Holger gesagt hat, es hören bei uns halt viele auf tatsächlich, und es wäre schön, wenn wir ja diesen Studiengang weiter pflegen könnten. Ja, von daher, vielen Dank fürs Zuschauen, genau, an alle Teilnehmer, an alle ZuschauerInnen und an alle hier Sitzenden, an TV-Rupp auch nochmal, an alle Helfer, das ist wirklich Wahnsinn. Danke.